Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend zusammen zu unserem ersten Ask Me Anything oder Ask Us Anything. Ich bin ja dann eher so der Wortvordreher und sage dann eher, wir machen eine Hour-Session als eine Hammer-Session. Und nur damit es alle einmal wissen, Ask Me Anything-Session zum Thema Produktideenfindung, Produktlaunch, Sourcing, Bilder. Das ganze Spektakel wollen wir heute mal darstellen. Und nachdem wir das dargestellt haben, gehen wir in eine offene Fragenrunde. Und wir haben heute den unglaublichen, für viele vielleicht trotzdem noch vorzustellenden, Christoph Söhnlein da. Junge 23 Jahre, ist genauso lange im Emsen-Game wie ich selber, seit knapp 2013. Und er war tatsächlich der erste Praktikant, der sich bei mir beworben hat, als ich noch selbstständig war. Und da habe ich noch gedacht, was will das jüngliche Bübchen von mir? Und dann haben wir uns kennengelernt, Amlies and Friends of Mallorca. Und seitdem sind wir fast untrennbar. Aber Christoph, stell dich doch kurz noch mal selber vor. Was macht ihr Cooles? Wer bist du? Wie ist so die Firmenanordnung? Seller, Vendor? Verkauft ihr eigene Marken, eigene Produkte? Viel FBA oder eher Eigenversand? So einen groben Schnitt für alle, die dich halt nicht kennen. Davon müssen wir ja immer mit ausgehen. Ja, erstmal Christian, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute bei dem coolen Format mit dabei sein darf. Ist mir auf jeden Fall eine Ehre, freut mich total. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall super coole Insights hier erfahren, werden einen coolen Austausch haben. Ja, was mache ich, beziehungsweise was macht Accelery? Das ist die Firma, die ich vor ein paar Jahren gegründet habe. Wir haben uns inzwischen auf das Personalisieren und Individualisieren von Geschenkartikeln spezialisiert. Das heißt, größtenteils oder eigentlich ausschließlich verkaufen wir über das Seller-Programm. Dementsprechend haben wir einen hohen Eigenversandanteil. Das heißt, ja, wenn ihr Produkte personalisiert haben wollt, ihr kennt das vielleicht auch, Liebesschlösser, die hängen in Köln oder Kinderbesteck oder ähnliches, dann werdet ihr um uns nicht drumherum kommen. Und weil wir das, Christian das eben gerade auch schon so schön eingeleitet hat, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre länger und aus diesem Grund haben wir auch vor 2 Jahren die Agentur aufgezogen, wo wir eben Vendoren und Sellern dabei helfen, die Produkte auf Amazon zu optimieren und eben eine ganzheitliche Beratung anzubieten. Genau, das zu mir. Genau. Und was du immer unterschlägst, du hast ganz hart im Studium mit FBA angefangen, mit Ceranfeldschabern und hast das Studium beendet, also aufgehört, wegen dem Erfolg mit den Ceranfeldschabern am Ende des Tages. Und quasi Uwe Hamanns Nachwuchs sozusagen, ja, es ist ja so, wir kennen das noch aus Lars Müller-Zeiten mit dem NEM-Bereich, es erwachsen dann immer wieder neue Größen in dem Geschäft. Und ich glaube, man darf sagen, weil wenn man auf eure Seite geht, steht es ja da, ihr seid zertifizierter Graveur von ABUS, Korrekt. Victorinox, Auch WMF. richtig. Korrekt. Auf jeden Fall die drei Big Brands und noch von vielen anderen im Kugelschreiberbereich seid ihr unterwegs, Jagdmesser, ein Riesenportfolio, ne? Also schönes Ding. Was wollen wir heute Vielen Dank. besprechen? Also, wir wollen wirklich mal durchgehen, wie man manchmal als Seller, wenn man den Berater kennt, durch komische Zustände und Umstände miteinander auf Produktideen kommen, wie wir das beraten, beziehungsweise ich, und wie ihr das umgesetzt habt. Und dazu Ganz mal genau. nur zum Einstieg: Der Christoph spricht zum Beispiel auf Konferenzen wie Amelies and Friends, Amazon Sales Kongress, und wir waren auf dem Weg nach Magdeburg. Und das war 4 Stunden Fahrt. Und wer mich kennt, ich rede viel, Christoph zum Glück auch. Und da hatten wir uns so über ein paar Sachen ausgetauscht. Was sind so die Hypes, die man eigentlich so erwarten kann? Es war ja mitten in Corona, beziehungsweise in den Pandemiezeiten, wo so etwas Normalität noch halbwegs herrschte. Und wir haben mal wieder darüber gesprochen, dass ich immer wieder dieselben Sachen erzähle, eigentlich seit Jahren. Ich erzähle immer, macht das SEO so, macht die Werbung so, findet Ziele, setzt Ziele und denkt anders, denkt gegen den Markt. Und da hatte ich dir ja nochmal in Ruhe von meiner Salatschneider-Erfolgsstory erzählt, die ich ja damals mit dem Ilja zusammen bei einem Stammtisch aus eine Bieridee, ja, und wie ich die Antifahrstrategie eigentlich etabliert habe. Die Antifarbstrategie heißt, wenn alle Produkte weiß sind, habe ich halt einen grünen Salatschneider gehabt. Ja. Produkte sind eins zu eins gleich und du fällst nur durch ein einziges Merkmal auf. Und da hatten wir ja im Gespräch so gesagt, Mensch, welche Bereiche gibt es denn, wo man damit irgendwas reißen könnte? Ja, viel gibt es ja nicht. Meine Idee war ja bei euch immer die Idee, finde irgendwas, was noch nicht graviert ist und gravier ist. Ist ja für euch eigentlich das Ja. tägliche Geschäftsfeld. Ich weiß gar nicht, dürfen wir über Holzwürfel überhaupt reden, damit du mal so sagen kannst, dass ihr halt, ihr denkt ja genauso wie ich. Darfst du Wir das können über erzählen?
Wir können über alles reden, Obenburg heute Abend. Ja, sehr schön, sehr schön. Also, ein Mitarbeiter von euch, der gute Sebi, kam einfach auf die Idee, Holzwürfel mit Buchstaben und Zeichen zu gravieren, ne? Korrekt, ja. Ja, das sind am Ende sind so kleine, genau, sind so kleine 10 Zentimeter Blöcke, genau, und auf jeden einzelnen Würfel gravieren wir dann einen einzelnen Buchstaben und ein Motiv. Und ja, genau, die Idee kam von Sebi. Ja, und dann haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht und alles. Ich glaube, wir sind irgendwie jede Produktgruppe durch. Man kann sich das, glaube ich, vorstellen mit 4 Stunden Autofahrt. Und es war Sommer und wir sind im total simplen Produktbereich hängen geblieben, in den Kühlpads. Und am Ende haben wir uns eigentlich nur gefragt, Kühlpads. Ich als ehemaliger Fußballer hatte ja sofort gesagt, schwarz. Es gibt ja nur blau und blau ist nicht so... Also ist nicht männlich, ist jetzt blöd formuliert, aber die Zielgruppen sind nun mal irgendwie getrennt in Erwachsene, Frauen und Männer und dann haben wir Kinder. Und ich war ja voll auf diesem Fußballfilm und habe gesagt, ey komm, das kriegen wir in jeden Sportverein rein, in schwarz, das ist kein Thema. Ja, und dann sind wir eigentlich auf eine ganz andere Zielgruppe gestolpert, auch durch ein bisschen Nachforschen und Gucken, wenn man die Autosuggests anguckt. Die Kinder. Ja, und Christoph, es gibt genau 2 Arten von Kindern, oder? Es gibt die blauen und dann gibt es noch eine andere Fraktion, oder? Ganz genau. Also im Grunde genommen ist es, wie Christian schon sagt, die blauen. Ihr müsst euch vorstellen, das sind, wie gesagt, diese Kühlpads, um die es ja heute Abend auch geht. Also ganz normal diese Kompressen, womit man sich dementsprechend, wenn man jetzt irgendwie einen Insektenstich hat oder vielleicht umgeknickt ist oder ähnliches, damit man die Wunde entweder kühlen kann oder eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel Sport gemacht hat, Verspannung hat, wärmen kann, ganz genau. Und ihr kennt das sicherlich alle. Ich würde Brief und Siegel drauf geben, dass wenn ihr bei euch in den Gefrierschrank reinguckt, dann liegt da eine Sache drin und zwar ein blaues Kühlpad. Und in dem Gespräch sind, oder viele blaue, aber eigentlich, wenn man mal auch auf Amazon schaut, das Gros ist tatsächlich am Ende einfach stinknormal blau. Da entscheidet sich eigentlich keiner vom anderen. Ja, und so kam dann mit viel hin und her und Gedanken da und Gedanken hier die Idee, dass man da sich alleinfach auch durch die Farbe allein schon diversifizieren kann und dass wir auch dadurch alleine schon durch das Visuelle auffallen können. Und so ist dann die Idee entstanden, dass wir sagen, hey, wir machen pinke Kühlpads und da muss man dann einfach dazu sagen, nicht nur pink. Das Wichtigste, nicht nur pink, sondern pink mit und jetzt festhalten, Glitzer. Das heißt, in unseren Kühlpads... Und wer darf nicht kaufen? Es ist unser Ernst. Da sind sie. Aus so einem Beratungskonstrukt ist tatsächlich dann nicht nur die Idee entstanden, mach es nicht nur anders farbig, sondern mach es ganz, denk es nochmal ganz anders. Viele von euren Werbeslogans sind ja dann auch durch diese Marketing-Idee mit entstanden. Ne? Wie heißt es aktuell? Glitzer deinen Schmerz weg. Ja, weil den Mehrwert wirklich zu kommunizieren. Man muss ja überlegen, wir sind ja ich selber war 2 Jahre in der Produktentwicklung beruflich. Ich war in der Verpackungsentwicklung tätig. Ich habe im Sourcing gearbeitet für die Rechtssicherheit von Produkten und so weiter. Und so hatten wir uns halt zu mehreren Beratungssessions getroffen. Und es war überraschend, wie deine Gespräche auch mit dem Supplier abliefen. Ich war ja der Meinung, man muss es gar nicht innen färben, sondern man kann ja einfach die Hülle in eine andere Farbe packen, viel einfacher. Aber erzähl mal, wie lief das mit dem Supplier ab? Gab es da überhaupt Probleme, als ihr gesagt habt, mach da mal eine Farbe und schütt da mal was rein? Wie hat der das denn wahrgenommen überhaupt? Im Grunde genommen ist es natürlich so. Also die ganzen Factories, die haben sich natürlich auf das Standardprodukt, also ganz normal blau, vielleicht verschiedene Größen, das ist, denke ich, oder war auch kein Problem, da andere oder mehrere Größen zu realisieren. Gar kein Thema. Ja, mehrere. Aber natürlich hat er. Genau, aber das gibt es ja ohnehin schon. Also, dass du halt einfach andere Größen hast, aber überall ist das gleiche blaue Zeug drin. Und natürlich hat der Supplier erstmal, oder beziehungsweise die Factory, doof geguckt, als wir dann um die Ecke gekommen sind, als Accelery gesagt haben, ja, wir hätten jetzt gerne pinkes Gel da rein und dann dementsprechend auch noch das Glitzerprodukt mit rein. Er wusste natürlich im ersten Moment gar nicht, was wir wollen. Und da sind wir dann natürlich auch, und ich denke, das sollte heute auch thematisiert werden, so auch mit Hürden und Chancen, die das Ganze halt hat, da sind wir dann halt das erste Mal auch an den Punkt gekommen, dass man halt eben nicht so dieses
klassische FBA, ich investiere in einen kleinen Betrag und kann irgendwie mein eigenes Produkt online haben, sondern da haben wir das erste Mal dann auch wirklich gemerkt, weil wir ein Produkt extra für uns hergestellt worden sind, dass da natürlich dann auch eine viel, viel höhere Menge abgenommen werden musste. Aber sobald wir uns dann auf die Menge committed haben, hat der Hersteller auch gesagt, alles klar, das kriegen wir hin. Aber da muss dann natürlich schon größere Bestellmenge letzten Endes hinterstehen, damit so eine Factory sowas außer der Reihe mitmacht. Willst du sagen, ich glaube, für die erste Bestellung in unserem doch relativ kleinen Lager, man muss sich bei uns vorstellen, wir gravieren ja Geschenkartikel, haben eigentlich größtenteils deutsche Lieferanten. Da haben wir also quasi immer einen relativ geringen Lagerbestand. Und als dann plötzlich, ich glaube, das waren 20 Paletten bei uns in Buchholz vor der Tür standen, da hat Sebi dann auch mal ganz kurz geschluchzt. Und aber das war dann er schon ordentlich. Also, da ist dann, genau. Aber da stand dann halt schon eine größere Menge hinter. Aber ist alles machbar. Aber mal back to the roots. Sourcing-Agent benutzt? Ja, wie wichtig fandst du es für Kommunikation, Preisverhandlung und logistische Abwicklung, dass ihr da jemanden an der Hand hattet? Definitiv. Also wenn ich jetzt heute, und das werden wir auch machen, neue Produkte weiter sourcen, ich werde nie wieder den Weg gehen, dass ich sage, ich mache das selber. Aus dem einfachen Grund, da draußen gibt es so viele Hürden und so viele Fallstricke, die man einfach auf dem Schirm haben muss, bis so ein Produkt wirklich erstmal verkehrsfähig ist. So klar, man kann mit Anwälten telefonieren, was muss auf das Produkt drauf, was muss da gekennzeichnet werden, aber am Ende sind da können so viele Inhaltsstoffe drin sein, das muss alles getestet werden. Gerade bei so einem Produkt, wie wir es jetzt verkaufen, was Kinder in den Händen haben, da ist Gel drin, das kann geschluckt werden. Da muss einfach sichergestellt sein, dass das Produkt einwandfrei ist. Und der Vorteil, den wir durch unseren Sourcing Agent hatten, by the way, der Sourcing Agent war sogar, und das komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, eine deutsche Firma, ein deutscher Kontakt, den wir haben, der dementsprechend auch das ganze Private Label für Rossmann, DM und Ähnliches macht. Also wirklich jemand, der auch groß ist in Deutschland. Und die Kommunikation war natürlich einwandfrei. Dieses ganze Geschreibe mit dem Supplier, mit der Factory, das hin und her, das übernimmt halt alles der Agent. Man verhandelt dann am Ende, wie gesagt, mit dem Agent einen Preis. Und am Ende hat der natürlich auch eine Marge dran, ist aber auch alles in Ordnung, leben und leben lassen. Denn der hat uns so viel Arbeit abgenommen. Und ich kann jetzt halt wirklich sagen, dass wir ein sauberes Produkt haben, was ich, wenn ich das selber mit meinem, ich sag mal, Halbwissen mir, ich sag mal, zurecht gegoogelt hätte, ja, dann wäre das sicherlich heute nicht so das Produkt, wie es jetzt. Das spannende Szenario ist ja, also ich weiß ja, welche Steps wir insgesamt über den Lifetime-Zyklus durchgegangen sind, aber von der Idee im Sommer, Juni, Juli, Sourcing-Agent hast du ja relativ schnell kontaktiert. Wie lange lief die Zeit, bis wirklich erstmal ein Hersteller gefunden war und bis das Golden Sample, ich glaube, ihr hattet drei verschiedene Farbtöne ja dann sogar final mal im Büro, wo wir ja dann, gehen wir gleich noch drauf ein, wie wir die Marke entwickelt haben, die Verpackung, was wir da beachtet hatten. Das Sample war sogar in einer, da kommen wir auch noch drauf hin, aber lass erstmal, wie viel Zeit von der Idee bis zum Sample, so Hersteller finden also und dann Sample machen? Boah, also ich würde vorschlagen, man trägt natürlich so ein Projekt auch die Idee, bis man dann irgendwie, als wir in Magdeburg waren, dann ist die Idee, ich sag mal, geboren, dann trägt man das mit sich rum, man macht sich natürlich Gedanken, kann man damit überhaupt Geld verdienen und Ähnliches. Also ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich den richtigen Sourcing Agent gefunden habe, waren das die ersten Muster tatsächlich innerhalb von 2 oder 3 Wochen bei uns. Also das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Das Gute bei uns war, dass die Muster an sich halt von Hand abgefüllt wurden. Da wurde ein Farbshop mit reingemacht. Das heißt, wir hatten dann relativ zügig die ersten Muster. Die lagen dann bei uns auf dem Tisch und das hat uns halt nicht so richtig umgehauen. Die waren dann halt nicht trüb genug. Man konnte irgendwie, also das. Genau, die waren sehr hell, ne? Genau, das hat nicht richtig so in den Augen geknallt. Und wir wollten halt so richtig diesen Wow-Effekt haben. Und aber auch da, dann schreibt man seinem Sourcing Agent, in dem Fall war das halt auch noch ein deutscher Sourcing Agent, das heißt Kommunikation, mein Englisch ist heutzutage kein Problem mehr, aber es ist ja trotzdem irgendwie geiler, wenn man mal um 10 Uhr deutsche Zeit kurz um 10 Uhr in, ich sag mal, anderen Teil von Deutschland anrufen kann und sagen kann, hier ist nicht dunkel genug, kümmere dich mal darum, dass da neue Muster kommen. Also ich sag mal, von wirklich Sourcing Agent finden bis erste Muster, bis am Ende, wir haben das Produkt, dass es jetzt produziert werden kann, 1,5 Monate, beziehungsweise eineinhalb Monate, würde ich sagen. Kannst du sagen, oder ist das so ein Inside Agent, oder ist das so eine freie Agentur, auf die man zugreifen kann? Weil wir haben schon zwei Fragen, die gerne hören würden, wie du den Agenten da gefunden hast, oder ist das quasi euer Haus- und Hofagent? Nein, also ich teile gern mein Wissen, aber ich glaube, das ist auch verständlich, dass ich das jetzt hier nicht in der Runde machen möchte. Wenn ihr das gerne wissen möchtet, dann schreibt mir gerne nochmal kurz eine Nachricht.
weil ich glaube, ich kriege da auch einen kleinen Einlauf, wenn jetzt plötzlich 40 Mails da reinkommen. 100 Leute anrufen, ja. Genau, aber es ist eine ganz, normale, euch, ja, eine ganz normale, frei zugängliche absolut, Bereich. Absolut, ja. Ja, okay, super. Dann kam ja die Sample und ich erinnere mich noch dran, das war der Tag, an dem die Marke geboren wurde. Das Package Design nicht nur auf FBA-Konformität, Packung Großbriefversandfähig getrimmt werden musste. Ja. Stationäre Packungswirksamkeit schon mit reingedacht wurde und am Produkt nochmal ein Wesensmerkmal geändert wurde, weil ich dann beim Golden Sample doch einmal gesagt habe, so geht es nicht, war eine standardweiße, ja, Hülle dabei und ich sagte, ganz ehrlich, wenn wir pink sind, wenn das Ding glitzert, wenn ihr pink sein wollt, dann fehlt das. Ja. Über weiß. Und da ist nur, ja, meine Empfehlung, weil ich habe es 2 Jahre beruflich gemacht. Das Wichtigste war am Ende, dass das Ding in sowas hier reinpasste. Das heißt, die drei Pads mussten exakt gelegt werden, damit wir in diesen richtigen Versandbereich kommen. Und die Hülle musste noch geändert werden. Auch das lief ja über Hersteller und Sourcing Agent ohne Probleme. Allein die Stoffqualität ist ja, wir merken es ja aktuell, wir haben fast 30 Bewertungen in 60 Tagen. Das ist ja schon kurios. Das haben wir geklärt gehabt. Fand ich persönlich aus meiner Zeit, wo ich noch von 2013 bis 2015 Produkte gesourced habe, die Kleinigkeiten zählen. Und das möchte ich auch jedem mitgeben, der selber Produkte sourced. Wir saßen da am Ende da, haben immer aufs Produkt geguckt, wir haben es warm gemacht, wir hatten es kalt gemacht, wir haben einfach mal geguckt, wie ist es so vom Gefühl her und so. Und normalerweise hätten wir da einfach drüber weggesehen, nach dem Motto, ja, die ist dabei, alles gut. Aber da diesen Drive in der Produktentwicklung zu entwickeln und zu sagen, wir müssen einen Schritt weiter, ging ja bis ins Package Design rein, weil damals ja schon die Idee eher war, nur FBA ist zu kurz gedacht, mittel- und langfristig, wenn das in einem Laden steht, bei einem Apotheker, wo auch immer. Und ihr hattet den ganzen Tag, glaube ich, über Marken nachgedacht, irgendwelche, alle Marken, alle Ideen. Und dann kamen wir darauf, dass das ja eigentlich nur eine Funktion hat. Du hast eine Beule, ja, und du hast keine Beule. Und dann sagt man so, na, du hast dann halt kein Horn. Und dann macht es Klick. Ja, und plötzlich, ja, hieß das Ding, ja, das ist hier keine Werbeveranstaltung, aber das Ding heißt halt kein Horn. Und wie es der Zufall so will, ist da das Wort Einhorn drin. Und das ist natürlich, okay, auf die Zielgruppe in einer Art abgestimmt, wo ich sagen muss. Und auch farblich. Das kannst du nicht aufdenken. Es ist, ja, alles, also das ist Bernhard Rauscher-Style. Da muss man auch sagen, Bernhard Rauscher erzählt uns so viel da draußen, immer euch allen auch. Ich habe das Gefühl, das ist, was ihr dann gemacht habt daraus, das ist ein ganz großes Kino. Und die interessante Sache ist ja jetzt die Bestellmenge, du hast es schon mal angekündigt. Also es war ja relativ safe, schnell, Anwalt angerufen, Marke gesichert. Ja. Nacharbeitung zwecks Tüdelchen. Kartonabstimmung zwecks Versandfähigkeit. Ganz und genau. Dann noch natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, Inhaltsstoffe, Zertifikate, die ganzen Sachen, die man braucht. Und damit hören die meisten ja gefühlt, mein Gefühl her, auf. Ja. Witzigerweise fing es meiner Meinung nach dann ja erst richtig an mit der ganzen Vorplanung. Aber erzähl doch mal kurz noch, bevor wir darauf eingehen, Mengenverhandlung. Du sagtest ja schon, so Neuerungen, neue Farben etc., die brauchen eine gewisse Stückgröße. Wie komplex war da die Verhandlung oder einfach gesagt, Agent, mach das, wir haben Budget XY, was wir nehmen können, hol das Maximum raus? Oder gab es da wirklich so Verhandlungen, ey, ihr müsst, wenn ihr nicht 20.000 Stück abnehmt, können wir den Deal nicht machen? Ja, also das ist am Ende ganz normal wie bei allen kaufmännischen Angelegenheiten. Natürlich versucht auch, also der Sourcing Agent ist ja nur das Bindeglied zwischen mir oder beziehungsweise zwischen uns und am Ende der Factory. Und natürlich, ja, versucht die Factory eine viel höhere Menge rauszuschlagen und vielleicht auch einen teureren Preis. Da möchte der Sourcing Agent logischerweise, ist ja normal, auch was dran verdienen. Am Ende war es tatsächlich so, dass wir zuallererst 15.000 Einheiten nehmen mussten für einen Preis X. Und das war dann tatsächlich bei uns so auch, wo wir gesagt haben, oh, wir starten mit dem Produkt und das ist schon eine ganze Menge lagertechnisch, Geldbindung, also Liquiditätsbindung,
ist schon eine Nummer, sodass wir dann halt gesagt haben, pass mal auf, was passiert, wenn wir wirklich nochmal über die Menge sprechen und dann gerne bereit sind, auch einen etwas höheren Stückpreis zu haben, damit wir dann dementsprechend auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Investment, Risiko und halt auch Chancen haben. Und so haben wir uns dann am Ende auch auf 8.000 Einheiten oder 8.000 Sets geeinigt, die wir dann zu einem etwas, aber wirklich relativ geringen, höheren Stückpreis einkaufen konnten. Und ich denke, also weiter hätten wir die Factory aber definitiv nicht bekommen. Also die muss ja die komplette Linie umstellen, das muss man ja halt sagen. Die muss einen Rohstoffe einkaufen, die muss das planen. Und wenn man da jetzt ankommt und sagt, ich hätte gern 1.500 Einheiten, das mag sein, das ging damals bei unseren Ceranfeldschabern, Massenprodukt, da konnte ich 300 Einheiten bestellen und alles war gut. Aber wenn es halt wirklich sowas geht, dass ich am Produkt wesentliche Sachen ändern möchte, boah, also dann mal mindestens 5.000 bis 8.000 Einheiten einplanen. Ja, ich kenne es selber noch aus meinem Job früher. Wir haben es tatsächlich immer geschafft, wenn die Mengen so 3.000 bis 5.000 Stück waren, dass wir dann nicht eine Farbe Gaming-Mäuse genommen haben oder überhaupt Mäuse und so weiter, sondern wir haben dann gesagt, okay, wenn wir die Menge nehmen, dann wollen wir mindestens zwei oder drei Farbgebungen haben, haben dann eine Hauptfarbe mit 3,5 genommen und dann so 7,5, also 750 von einer anderen Farbe rein, weil hier stand ja hier jetzt gar nicht zur Debatte. Für Jungs das nochmal irgendwie extra zu machen mit kleinen Bübchen oder Meinhorn oder keine Ahnung, ja, das macht er. Oder Kopftisch, ja, für die Männer. Okay. Ja, ich mag den Kopftisch. Ist tatsächlich immer ein riesen Ding. Aber halten wir mal fest, für einen FBAler, der startet, ist das ja wirklich schon zu groß. Aber es ist ja eigentlich die Paradeschablone, wie man denken muss. Ja. Heißt, Kapitalbindung ist im guten fünfstelligen Bereich am Ende für einen Start. Ja. Wir reden davon, Marke wurde direkt angemeldet. Kostet um die 800 zuzüglich Anwalt, glaube ich. Ja, direkt um und bei. Genau, ja. Ne, europaweit war ja sogar. Der Sourcing Agent muss bezahlt werden, die Ware muss bezahlt werden. Die Ware war verhandelt bis in den Hafen Hamburg oder sogar bis zu euch auf die ins Lager. Mega, auch ein super, super guter Punkt, Christian. Die Ware war, also der Stückpreis war bis zu unserem Lager nach Buchholz. Also auch da alles mit drin. Ich kann kalkulieren. Auch diese ganze, das ist jetzt vielleicht gerade auch nur temporär hier diese, ich meine, viele werden es mitbekommen haben, die Frachtraten sind kurzzeitig oder sind jetzt immer noch hoch, waren jetzt teilweise utopisch hoch. Und das ist natürlich, wenn man dann einen fixen Preis, einen Vertrag macht, das ist komplett an uns vorbeigegangen. Und das sind natürlich auch Sachen, die lassen mich als Unternehmer, beziehungsweise als derjenige, der dann die Entscheidung dann ja auch trifft, lässt halt viel besser kalkulieren, als dass ich jetzt einen Stückpreis X habe und dann gar nicht weiß, auch jetzt zu Corona-Zeiten, wie entwickeln sich denn gerade meine Frachtkosten? Vielleicht ist das Produkt dann ja plötzlich gar nicht mehr so profitabel, weil Frachtraten sich vervierfacht haben. Also auch an uns vorbeigegangen. Ja, und du schläfst ruhiger, oder? Also nehmen wir mal an, du bist ja, du zählst ja wirklich als Unternehmer, aber der normale Private Labeler, FBAler oder wer mit Amazon dann startet will, der wird ja nicht ruhig schlafen mit, nicht weil er so viel Geld in die Hand nimmt, sondern weil er einfach Unabwägbarkeiten vorher nicht sauber geklärt hat. Ja, definitiv. Das ist ja wirklich, wirklich ein großes Problem. Aber sind wir mal ehrlich, mit guten Leuten kann man das managen? Es klang schon so, Agent-Auswahl war auch an die Reputation irgendwo gebunden. Du hast ja schon gesagt, wo der sonst so unterwegs ist. Ist also absolut zu empfehlen, da jemanden zu nehmen, wo man einen gewissen Trust hat oder wo man so in der Außendarstellung schon wahrgenommen hat, der kann irgendwas oder der hat Ahnung und das hilft dann tatsächlich. Ich sehe gerade, wir müssen mal warten, der Chef kommt möglicherweise auch noch rein. Ich weiß gar nicht, wie ihr es schafft, in den Chat hier reinzukommen, Tobi, Monika, Guest 2, weil wenn ihr Fragen habt, kommentiert die erstmal so rein und ansonsten können wir euch sogar auch live mit dazu schalten. Wäre natürlich auch cool. Aber dann lass uns da mal einen Haken dran machen und zusammenfassen. Das Ding ist ein gewisses Risiko da, aber ihr seid als gefestigter Seller und Unternehmen stabil genug, um dieses Risiko mitzunehmen. Für einen normalen, kleineren Seller wären eine Stückmenge zum Start von 8.000 extrem schwierig geworden. Ich weiß aber, es gibt Möglichkeiten, mit einem Hersteller zu verhandeln. 8.000 wären genommen, aber wir machen 4 Chargen à 2.000.
Und immer wenn die durch sind, gehen wir mit rein, gegebenenfalls in Kombination mit Bahn Vorfinanzierer. Insbesondere mit den neuen Auffüllbeschränkungen Lagertyp ist das eh ein Thema. Das schieben wir aber mal ganz nach hinten, weil das war in dem Ablauf ja nicht das Problem. Das können wir heute gerne im zweiten Teil nochmal besprechen. Gefühlt, für mich in der Beratung ging es dann eigentlich erst los. So im, ich glaube, November hatten wir den ersten Call, wo ich im Rahmen der Beratung die Launch-Strategie dann mit euch durchgesprochen habe, wo ich so meine Empfehlungen vorgestellt habe mit genauem Zeitzyklus, wann machen wir was, wann machen wir welche Werbeform, aus welchem Grund, mit welchem Ziel, wann machen wir DSP, mit welchem Grund, mit welchem Ziel. Bilder, Markenlogo und Texte. Und wir machen es genau in der Reihenfolge. Markenlogo, Bilder, Texte. Markenlogo, also, wie habt ihr es gemacht? Ja, also da, ich meine, man kennt ja viele, ich weiß nicht, viele von euch werden sicherlich auch schon mal ein, zwei YouTube-Videos oder sowas geguckt haben. Es gibt für Logos eine Seite, die nennt sich 99 Designs. Da hat man die Möglichkeit für, ich sag mal, im Verhältnis relativ schmalen Taler einen Wettbewerb zu starten. Das heißt, ich gebe vor, was soll die Marke kommunizieren, worum geht es bei der Marke, und dann bewerben sich Designer auf meinen Wettbewerb und reichen Entwürfe ein. Und dann ist das ein mehrstufiger Prozess, wo Entwürfe eingereicht werden. Das Ganze kann man dann gemeinschaftlich bewerten in Form von Sternen. Das sehen dann auch die anderen Designer. Das heißt, man lenkt das Schiff relativ zügig in die richtige Richtung, dass die Designer sehen, was einem gefällt und was eher nicht. Ja, und dann am Ende wählt man, wir hatten, glaube ich, 40 Designs zur Auswahl, wählst du dann wirklich eins aus. Und das ist halt dieser Riesenvorteil, den ihr habt, A, preislich und auch B, hinsichtlich der ganzen Ideen, die da kommen, als wenn ihr jetzt einen Designer einstellt oder auf Fiverr diesbezüglich geht und euch dort ein Logo erstellen lässt, weil da seid ihr immer beschränkt auf die Kreativität von einer Person. Und so hatten wir gleich 40 kreative Designer und haben dann halt wirklich meiner Meinung nach das phänomenale Logo entwickeln lassen. Und das halt wirklich auch für einen schmalen Taler, wenn man das mal sonst zu normalen Preisen, die so ein Designer für eine komplette Logo-Entwicklung nehmen würde, bekommen. Also da 99 Designs haben wir halt genutzt. Das Ganze ging dann weiter. Ich bin ein Riesenfreund davon, weil ich absolut kein Händchen habe für Produktfotografie oder ähnliches. Und ich das teilweise auch. Lass uns da kurz stoppen noch. Ja. Nur der Hinweis von mir, was ich ja so noch mitbekommen hatte. Am Ende bei diesen vielen Designs, die wichtigen Insights, was ich mitgenommen habe im Rahmen der Beratung, wenn ihr da eure Abstimmung gemacht habt: Zielgruppe nie aus den Augen verlieren. Also die Kinder. Am Ende wurde diskutiert über Ausrichtung und Blickrichtung. Man darf ja auch nicht vergessen, das Logo, das Icon-Tier, hat ja ein Keinhorn-Pad auf dem Kopf. Einige hatten es in der Hand, als Pferdchen in der Hand. Kombination war im Endeffekt ja auch Schriftarten von anderen zu empfehlen. Das O ist ein Herz geworden, weil das ein anderer hat. Also man muss da wirklich nicht fokussiert bleiben, auf welches der Angebote nehme ich, sondern ihr habt ja in drei Schleifen, glaube ich, das dann erst zur Perfektion getrieben. Genau. Und da hat sich gezeigt, man muss fordern. Man muss selber auch was sagen. Das ist wie bei der Auswahl einer Werbeagentur für PPC. Du kannst nicht sagen, komm, mach die Werbung, sondern du musst selber sagen, was du erreichen willst. Ja, und dann daraus entstand ja dann auch das weiterführende Bildkonzept. Da habe ich ja dann wieder beraten. Wir hatten hatten wir uns bei euch im Büro getroffen oder wir hatten es sogar so online dann durchgesprochen. Und man muss sagen, wir haben die Wettbewerber wurden betrachtet. Da habe ich so ein gewisses Bildportfolio mal dargestellt. Wie ist der Markt aktuell? Wie wird dieses Produkt am Markt aktuell dargestellt? Und da euer Motto ja hieß, glitzer deinen Schmerz weg, dann kam irgendwie noch rein, Kälte muss nicht herzlos sein. So ein Spruch musst du ja auch erstmal, den musst du aber auch backen können. Also du musst den mit Art und Weise vom Content unterstützen können. Und dann hat man relativ zügig gemerkt, das Produkt wird immer mit Schmerz verbunden. Ja? Das ist total falsch. Und das war in der Bildsprache ein absolutes No-Go. Und am Ende wurden ja wirklich die Sachen hingelegt und überlegt, wie wollen wir die Bildsprache dann am Kunden haben. Und als ihr das alles fertig hattet, habt ihr nicht selber geshootet, sondern ihr habt Bilder machen lassen. Spoiler, Renderings. Spoiler, die ominöse Plattform, die du gleich nennst. Und wenn du willst, sag mal, wie viel das gekostet hat.
Also ich muss dazu sagen, wie gesagt, also ich finde teilweise, Produktfotos haben ihre Daseinsberechtigung, aber was ich auf dem App, ich bin so ungeduldig teilweise so. Und wenn ich jetzt überlege, ich hätte warten müssen, bis das Produkt final hier ist. Dann hätte ich das zum Produktfotografen schicken müssen. Dann hätte der erst müssen, was ich überhaupt möchte. Der hätte das dementsprechend fotografieren müssen, nachbearbeiten müssen. Boah, ich kann nicht warten. Da wäre so viel Zeit verloren gegangen. Und wir machen das bei uns bei Accelery so, dass wir einen Freelancer haben. Den haben wir damals gefunden über Fiverr. Und da haben wir, also ich meine, das komplette Bildmaterial, was wir vielleicht auch, wenn wir das Listing nochmal angucken, sehen, hat bei Fiverr, das ist ungelogen, $60 gekostet. Und wurde innerhalb von 3 Tagen abgeliefert. Das heißt, das pervers Geile an dieser Sache war einfach, dass wir Bilder von dem Produkt hatten, wo das Produkt noch in China irgendwo in der Factory gerade in den Beutel abgefüllt wurde. Und so konnten wir natürlich viel früher den Contentplan wirklich alles umsetzen, Mediaplan machen und, weil wir halt einfach das Material schon da hatten. Und als die Paletten dann da waren, war das Listing quasi schon online. Der Content war fertig geschrieben. Man musste nur noch auf den Knopf drücken die ersten 3 Tage. Passt auch zu meiner Aussage von ihm, ich bin tierisch ungeduldig. Haben wir dann natürlich aus dem eigenen Lager mit Prime by Merchant versendet, bis die Ware bei Amazon eingelagert war und dann direkt Abfahrt. Also da ist keine Zeit verloren gegangen. Das ist am Ende geschwindig, das ist das, was entscheidet. Und da muss ich euch nur eins sagen, aus meiner Erfahrung als Produktmarketing-Manager. Wie gesagt, wer das noch nicht weiß, ich habe das 2 Jahre gemacht. Ich habe den ganzen Trouble live gehabt. Es kam damals in der Firma keiner auf die Idee zu fragen, habt ihr Renderings? Wurde immer alles selber gemacht, immer erst, wenn das Produkt da war. Oder selber gebaute Renderings. Ich habe dann einfach den Supplier geschrieben. Entschuldigt bitte. Habt ihr Vektordateien und habt ihr Renderings? Hey, ja klar. Ganz ehrlich, die sind uns so Meilen voraus in Digitalisierung und Technologie. Die haben einfach alles. Ja, und da seid bitte nie zu scheu und denkt euch, nee, erst wenn das da ist, kann ich die Fotos machen, vielleicht gibt es eine Abweichung, etc. Ey, die haben einfach perfekte Sachen. Christoph, so wie du es gerade gesagt hast, pass mal auf, ich schmeiß uns zwei einmal kurz in den Hintergrund. Ja, und ach so, Christian, einmal ganz kurz im Chatbot gerade gefragt, alle 6 Bilder für 60 Euro, sorry, nicht Euro, Dollar, aber ja, alle 6 Bilder 60 Dollar, hört sich wahnsinnig günstig an, ist es auch. Ja, so, pass mal auf. Ich nehme das mal noch mit rein. Mal sehen, was wir noch so für Anordnungen haben. Wir sind jetzt hier nicht priorisiert, aber na, warte mal, kriegen wir das noch irgendwie anders hin? Ah ja, guck mal, das ist doch auch hübsch. Das also nur mal für super. Verständnis. Bild 1, ein bisschen Schmu, können wir ruhig sagen, oder? Wir haben einen E-Commerce-Packshot gemacht. Der obere Bereich ist auf der Verpackung so nicht drauf. Ne, dieses heiß und kalt. Einfach schön mit reingearbeitet. Bild 2, einfach was man bekommt. Und ihr seht schon, hier unten ist immer ein mitlaufender Banner. Der ist in der Bildkonzeption entstanden, auch mit dem Logo. Bild 3 nimmt komplett dasselbe Thema auf. Und im Bereich der Analyse Wettbewerber kam halt raus, da wird zu viel mit Schmerzen argumentiert. Und da sind wir komplett gegengegangen in der Recherche. Ganz wichtiger Punkt. Auch bei dem Bild, was du gerade gezeigt hattest, Christian, mit der Schulter, da kann man das auch nochmal gut zeigen. Bei den ganzen Konkurrenten, die hätten da jetzt so einen roten Punkt als Schmerzpunkt gemacht. Schmerzen. Aber das wollen wir ja gar nicht verkaufen. Rot ist eine Warnfarbe, eine Signalfarbe. Unser Produkt soll keine Schmerzen suggerieren beim Kunden. Ja, da kann man auch immer nur wieder auf Herrn Niggehoff hinweisen, Kundenpsychologie. Und in demselben Konzept wurde ja auch der Enhanced Brand Content entwickelt, der schlicht und ergreifend nichts aussagt, außer alles ist gut und Kälte muss nicht herzlos sein. Punkt. Ja. Wer sich die Inhalte anguckt, wird jetzt denken, was haben die denn für einen Scheiß geschrieben? Erklären wir gleich, wie das entstanden ist und warum halt hier sowas steht wie kleine, kalte, glitzernde, fröhliche Kühlkompressen aus dem Kühlschrank. Das perfekte Geschenk für deine Frau oder Freundin. Oder erste oder zweite Hilfe. Kaltes, kühlendes Kühlpad mit Kühlgel direkt aus dem Gefrierschrank. Sie lesen richtig. Wir haben wirklich kühlende Kühlpacks. Das ist nicht einfach irgendwie Hokuspokus, sondern tatsächlich auf einer Entwicklung entstanden, die ja mittlerweile für alle von euch live zugänglich ist. Emilize und ich als Produktmanager kommen manchmal auf lustige Ideen und der gute Michael muss dann darunter leiden. Und ich habe gesagt, Michael, ich möchte Entitäten. Das habe ich ihm schon mal vor einem Jahr, weit über einem Jahr vorgestellt. Ist vom Aufwand Arbeit
komplexer Ansatz, weil Gold ist Material, Gold ist Farbe. Es gibt so viele Themen, die einfach doppeldeutig sind ohne Ende. Aber wir haben es dann umgesetzt. Ihr wart ja in der Beta-Phase, hattet da schon Zugang. Und dann haben wir das Thema Entitäten. Also ich habe euch das ja in Ruhe erklärt, aufgezeigt, wie funktioniert das, wie kann man das nutzen. Und dann hattet ihr ja relativ zügig fertigen Content, weil ihr ja nur noch nicht nur die Kundensprache als Medium, als Schwerpunkt genommen habt, sondern durch die Entitäten direkt wusstet, schreiben wir gerade über ein Merkmal, über eine Eigenschaft, über eine Produktgruppe, über eine Zielgruppe, Farbe, ne, pink-rosa ist ja da drin mit. Und wie sie es immer nennen, kühlendes, kleines, klein, mini, groß, großes, ungiftig, unterwegs, jungen Mädchen, Baby, Kind, Kinder, es war einfach alles schon fertig da, weil man hat ja nur bei Entitäten am Ende Kühlpad und ich glaube Kalt-Warm-Kompresse oder so. Es waren ja fast nur zwei Ausgangsorte, um die sich es gedreht hat. Das heißt, der Content war gar nicht mehr das Problem. Und dann ist was passiert. 23. Februar ging es live. Was ich erlebe es immer wieder, wenn ich Produktlaunches und sowas in dieser Intensität begleite. Ja, früher bei Roto, bei Schmuck Heidemann, bei all den Firmen, die ich über Factor A und Co. betreut habe. Das Ding ging einfach ab. Ja. Werbung haben wir wie geplant später geschaltet, beziehungsweise sehr, sehr zielgerichtet, also weniger Keyword-lastig, sondern wirklich so eher Asins, Zielgruppen. Hier die Kategorien, mhm. Da hatten wir ja alle Kategorien analysiert im Rahmen der Beratung und einfach analysiert, wollen wir diese Kategorie? Wollen wir diese Kategorie nicht? Ist das zu empfehlen? Ist das nicht zu empfehlen? Welche Menschen sind in dem Produktbereich intensiv genug damit beschäftigt, etwas zu kühlen? Ich glaube, wir hatten sowas gefunden wie Sportmanschetten, Senioren, Allergiker. Wir sind ja wirklich alles durchgegangen und wirklich jede Kategorie auf jeden Pfad. Und es gab immer Abwägungsentscheidungen, wie man das macht. Berücksichtigt man die Zielgruppe oder berücksichtigt man den Produktbereich? Berücksichtigt man die Situation, dass es ein Zukaufprodukt ist oder ein Austauschprodukt? Alles wirkt sich ja auf eure Werbestrategie und alles direkt aus. Und dann ist das passiert, was zu erwarten war. Ich glaube, es sind jetzt 750 Keywords. 10% sind Platz 1, 50% sind Seite 1 und 2. Seitdem dauerhaft Top 10 in der Kategorie. Hm. Wunschliste regelmäßig Platz 1. Und es gibt keine Facebook-Seite für das Kainron, keine Facebook-Ads, kein Google-Auftritt, kein Rundrum, kein großes, wir sind neu, wir schreien, wir sind pink oder so, nichts. Und es hat funktioniert. Du weißt, warum es funktioniert hat, kannst das auch sagen. Warum hat das funktioniert? Und ihr seid der teuerste auf dem Markt. Ja. Aber warum hat es funktioniert? Also im Grunde genommen ist es eigentlich gar kein Riesengeheimnis. Wenn man sich einfach vorstellt, so diese Zeiten, man muss auch ein bisschen verstehen, wo wir eigentlich herkommen. Das ist halt, wie gesagt, damals aus diesem klassischen MeToo-Produkt. Also wir haben ein Produkt gesehen, haben es einfach kopiert. Ihr kennt dasselbe, ihr scrollt die SERP-Seite durch und es ist einfach alles das Gleiche. Dann geht es um Preis, dann geht es um Bewertung und da hatten wir halt von vornherein keinen Bock drauf und das war uns auch von vornherein völlig egal. Wir sind mit Abstand die teuersten, aber das ist uns egal, war uns egal, wird uns in Zukunft egal sein, weil wir alleine durch diese Farbe, alleine durch diese Auffälligkeit, wenn ihr scrollt, Kühlpads und scrollt, dann werdet ihr zwangsweise, ob ihr es wollt oder nicht, werdet an kein Horn hängen bleiben. Und genau das führt dazu, dass die Leute klicken, dass die Leute mit dem Listing interagieren und dass sie dann dementsprechend auch kaufen. Das ist ja jetzt nur die organische Seite betrachtet, aber auch wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir machen, und das machen wir natürlich, Ads, also wir schalten Werbung, auch da, wenn wir da jetzt die Werbeslots belegen. Blau, rosa. Das knallt im Auge regelrecht, das zieht den Klick an und sagt, hier, bitte, 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 klick mich. So, und das führt dann am Ende halt dazu, dass das Listing dann natürlich ganz, ganz anders wahrgenommen wird, als es jetzt ein blaues Produkt beispielsweise gewesen wäre. Und wie viel Prozent der potenziellen Zielgruppe erreicht man dadurch? 50%, denn es ist ja fokussiert auf Frauen, Damen und Mädchen. Und sie finden keine Lösung. Die Kinderlösungen sind ja eher so formgegebene mit Bienchen und Blümchen.
Aber niemand hat diesen Gedanken zu Ende gedacht. Genau, Mamis kaufen das. Und jetzt ist aber die eine Frage. Wir gehen gleich mal eure Fragen durch, damit wir dann in den nächsten Step gehen können. Weil eine war zum Renderings, eine zu den FOB und DDPs. Jetzt kann das ja jeder machen. Also ein Vorteil, den ihr habt, die Fracht ist eher da gewesen, als die logistischen Probleme losgingen oder irgend so ein Schiff quer parkte. Jetzt sind da große Player am Markt, die mit Sicherheit das sehen, wahrscheinlich denken, ja gut, lass den halt seine paar Sales machen, stört die nicht. Aber die könnten nachziehen und andere könnten sofort nachmachen. Mit Bernhard Rauschers Worten, warum kann euch das scheißegal sein? Weil wir eine Marke sind. Und zwar vom Start weg. Und das ist das ganze Geheimnis. Der Hauptaufwand lag tatsächlich in der Produktentwicklung. Die Abläufe im Sourcing, dass die problemlos sind oder manchmal Probleme mit sich bringen, ist alles klar, das habt ihr alle. Danach der Produktstart mit guter Content, gute Bilder, brauchen wir nicht drüber streiten oder diskutieren, ist gegeben. Wir sehen es auch aktuell an der Bewertungsquote. Es kommen, wie gesagt, kurz vor 30 Stück. Nach 60 Tagen ist arg spannend. Und dann lass uns aber mal einmal da noch mal kurz zurückgehen, bevor wir da weitermachen. Das Sourcing bzw. Herbekommen war okay. Richtig verhandelt. Ja. Hier kommt gerade die Frage, ich bin logistisch nicht so bewandert. Ich nehme die mal mit rein. Und zwar, alle empfehlen FOB. Ihr habt euch für DDP entschieden. Würdet ihr das wieder machen? Gab es keine Probleme? Ich glaube, das ist dieses nur zum Hafen und DDP ist direkt zu eurem Lager. Ja. Kann das sein? Also ich bin kein Frachtexperte, also kann sein, also auf jeden Fall FOB, klar, logisch kennt man. DDP ist ja, glaube ich, das Problem, dass der Hersteller quasi sagt, er führt die Zölle und dergleichen ab. Jetzt muss ich dazu sagen, wieder in den Hinterkopf führen, wir haben bei einem deutschen Unternehmen eingekauft und der deutsche Unternehmer wird garantiert FOB selber gemacht haben, hat dementsprechend das Produkt importiert, hat uns die Ware mit deutscher Rechnung weiterverkauft. Das heißt, da ist gar nicht die Frage, ob FOB oder DDP, sondern ich bin mir ziemlich sicher, bei DDP redet ja eigentlich jeder von ab, es sei denn, bei Holzkohle oder so machen wir, aber arbeiten wir mit DDP, das hat aber andere Gründe. Aber in diesem Geschäft ist es tatsächlich so, dass FOB oder EXW, dass das halt einfach Standard ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sourcing Agents genauso gemacht hat. Aber wie gesagt, wir haben von einem deutschen Unternehmen mit deutscher Rechnung das Produkt am Ende bekommen. Mega cooler Hinweis, wäre ich selber gar nicht drauf gekommen. Das heißt, wenn du dir eine Sourcing-Agentur im Ausland holst, dann kriegst du die Rechnung auch dann nach dem Gerichtsstand. Dadurch, dass ihr halt eine Sourcing-Agentur in Deutschland genommen habt, ist der Gerichtsstand der Deutsche. Das ist der Uwe Hamann hat das in seinem 14-Punkte-Plan ja vor ein paar Jahren immer schon gesagt. In Europa sourcen ist oftmals einfacher, Zeitzonen, direkte Kommunikation, verständliche Kommunikation, Wahrnehmung von Standards. Das ist nicht böse gemeint. Ich habe lange mit chinesischen Kollegen gearbeitet. Die sind super, super nett, aber sind es kulturell nicht gewohnt, Widerworte zu geben, Nein zu sagen. Sie würden immer sagen, ja, kriegen wir hin. Was nicht immer heißt, dass sie es hinkriegen, sondern für sie ist es ja quasi es ist ja so eine Danksagung, wenn man dort kopiert. Und je besser man kopiert, desto besser ist es. Die meinen das ja nie böse, aber man muss sagen, in dem Fall war das tatsächlich zweckmäßig. Ja, genau, DDP, da schreibt es gerade einer, ist tatsächlich zum Zielortlager. Ja. Genau. Ja, dann noch mal kurz zu den Bildern. Da kam die Frage, bitte noch mal das mit den Renderings erklären und Fiverr. Ich würde sagen, meine Frage wäre, wie kamen denn Renderings zu den Jungs von Fiverr? Wo kamen denn die Renderings her? Wie meinst du die Render? Also die, ach so, ja, im Grunde genommen ist es so, wenn ihr geht auf Fiverr, das ist jetzt auch kein Riesengeheimnis so. Ich glaube, wenn ihr das genau wissen wollt, dann kann ich euch das nachher auch nochmal sagen. Aber ihr gebt einfach ein, dass ihr 3D-Renderings haben möchtet, gebt das ein, dann würde ich da immer gucken, dass ihr nach den Top-Rated-Sellern filtert. Dann findet ihr da jemanden. Ich mache das im Regelfall so oder habe das damals so mal, wie gesagt, ich habe jetzt einen und den gleichen seit 2 Jahren jetzt ungefähr, der dann dementsprechend seine Referenzen mit online hat. Die gucke ich mir durch, gucke, ob das gut ist, ob das nicht gut ist. Ja, und am Ende schickst du dem dann einfach ein Handy-Video, also tatsächlich iPhone, Kamera auf, dann faselst du ein bisschen was auf Englisch, das, was du haben willst. Angenommen diese Flasche jetzt, ich zeige das so ein bisschen, zoom an die Details ran.
und beschreibt das Produkt. Hab dann dementsprechend bei dem Küpett gesagt, das sind die Maße, die hatten wir ja schon durch die Muster, nur noch nicht komplett in der pinken Farbe, wie wir sie haben wollten. Hab gesagt, es muss richtig knallig pink sein. Bitte dann auch noch das Glitzer mit rein. Und dann schickst du das ab und dann geht das ruckzuck. Also wie gesagt, 3 Tage später hatte ich dann alle Bilder da. Und wichtig, was ich euch da auch empfehlen kann, Christian hat das gerade gesagt, das E-Compact Shot, bei unserem Produkt, wenn ihr das jetzt anguckt, da sind natürlich so eine Sachen wie Pflichtangaben sind da gar nicht mit drauf. Das Produkt, wenn ihr das kaufen würdet, ist vollgeklatscht mit allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen, mit allen CE-Kennzeichen, also komplett durchdeklariert. Das würde ich dann aber an so einem Punkt bei so einem Typen mit dem Rendering halt gar nicht machen lassen. Das interessiert den Kunden gar nicht. Das versaut eigentlich eher euer Produkt, sondern schickt ihm einfach auf. Und ist keine Pflichtangabe. Ist keine Pflichtangabe, genau, ist auch alles bestätigt worden von Engels. Und genau, das ist letzten Endes der springende Punkt. Dann schickt ihr es rüber, Handyvideo und dann 3 Tage später go for it. Dann habt ihr eure Renderings. Da kommt noch mal eine Frage zu. Also erstmal nur fürs Verständnis von mir. Das heißt, der hat die Produkte nie gehabt und ihr hattet keine Renderings vom Hersteller, sondern der hat das dann einfach anhand der Bilder gemacht. Und da kommt auch die Frage. Also stopp, wir hatten das Produkt nicht. Der Mensch, der das gerendert hat, hat das Produkt nicht gehabt. Also keiner hatte das Produkt zu dem Zeitpunkt physisch vorliegen. Aber wir wussten alle, wie es aussehen soll und wie es aussehen wird. Und das ganz ist genau. Ein komplett, also alles hier drauf ist gerendert. Die Verpackung, die Hülle, die 3 Packs, korrekt? Alles. Also es gibt auf dem Bild, außer natürlich die beiden netten Mädels da, die Kinder, die das irgendwie auf dem Kopf haben, auch im EBC oder A+, besser gesagt, ansonsten ist alles gerendert. Ja. Und das war für diesen unglaublichen Preis, den du genannt hast. Ja. Also ich kann es immer selber kaum glauben, wenn ich sage, dass es tatsächlich war. Das halten wir sonst für ein Foto oder 2. Ja, ja. Und die Geschwindigkeit war natürlich überragend. Ja, absolut. Das sagtest du ja durch die Ungeduld. Ja, ja, vor allem fotografiert sowas war mit Reflexion und all das. Das ist natürlich Fotograf. Also in Foto, wenn du ein Foto machst, sicherlich nicht so einfach lösbar. Ja. Absolut. Ja, jetzt ist das Produkt ja schon 60 Tage und 4-stellige Verkaufszahlen. Bevor wir darüber sprechen, wann entscheidet man sich nachzubestellen? Weil ganz ehrlich, 13 Paletten, 8000 Stück, das ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, komm, wieder rein, bis das da ist, dauert. Oder über Zug schicken quer durch Russland und China, wo die Hälfte gefriert, wo du nicht weißt, ob die... Wobei doch, gefrieren ist ja gar kein Problem für das Produkt. Ne? Kann das ja ab. Zur Kostenkalkulation. Um und bei, wie viel hat es ungefähr gekostet, dass es auf dem Hof steht pro Einheit? 3 Euro, 5 Euro, 6 Euro? Ja, um und bei 3 Euro. Zusätzliche Kosten sind ja Anwalt, der Berater muss bezahlt werden, logischerweise. Wir machen das ja nicht einfach kostenlos. Der Agent, ist der Preis vom Agent in den 3 Euro schon abgedeckt gewesen? Ja. Wow. Alle weiteren Kosten sind eigentlich nur noch der Versand zu Amazon hin, richtig? Ja. Also klar, da ist natürlich auch schön, können wir gleich auch, ist ja im zweiten Teil noch dran, Beschränkung oder die Aufhebung der Beschränkung. Jetzt kannst du direkt eine Palette hinschicken, so wie sie kommen, kurz labeln und rein damit. Also genau, Anlieferungskartonage, was man dann natürlich noch hat, was man da nicht unterschätzen darf, das ist halt... Kurz, pass auf, da kommt gerade so eine Frage. Ich gehe mal kurz zum Tiefkühlschrank, da glaubt wieder jemand nicht, dass das wirklich so aussieht. Du redest kurz weiter wegen dem Preis, und dann bitte noch Zertifikatepreis. Ich hole jetzt so ein Kühlfeld noch schnell. Humpel mal los. Genau, also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man sich da halt jetzt nicht so auf den Stückpreis fixieren sollte. Da ist natürlich auch noch ein bisschen mehr Geld dann reingegangen in auch nochmal die ganzen Deklarationen, was dann tatsächlich in Deutschland drauf muss, dann am Ende, dass das auch verkehrsfähig ist. Da ist sicherlich dann auch noch ein ordentlicher Betrag in Anwälte gegangen, in die Regierung, und hast du nicht gesehen. Also das muss man halt auch immer auf dem Schirm haben. Also der Sourcing Agent, der gibt euch das Produkt, dass es verkehrsfähig in Deutschland ist, aber Kontrolle ist in dem Fall dann tatsächlich besser, wenn man das dann halt auch nochmal von verschiedenen Institutionen zwischenprüfen lässt. Ist jetzt natürlich gefroren, dadurch hat es noch einen leicht milchigen Touch. Wir können ja warten, bis es aufgetaut ist. Da sieht es nochmal deutlich glitzernder aus. Wir haben wirklich, wenn du die aufgetaut nebeneinander legst,
Es ist 1:1. Es ist wirklich die Farbtiefe, die Glitzerreflexion jedes einzelnen Glitters sind Wahnsinn. Ne, ich werde hier einfach ein bisschen rumspielen, bis das aufgetaut ist. Und dann könnt ihr das wirklich mal sehen. Wenn ich... Achso, das ist genau wegen Rechnung in Deutschland ist alles ein bisschen einfacher. Genau, hoffentlich sieht das Produkt so aus. Zeige ich euch gleich mal gefroren, logischerweise. Das ist immer so ein Thema, egal ob blau oder nicht blau. Auch die blauen werden ja dann so leicht milchig durch das Gefrieren des Rohstoffs. Ne? Das ist ganz normal. Ich habe meine halt im Kühlpad, weil ich bei meinem Fuß immer kühle und nicht wärme. Können wir aber gleich noch zeigen. So, also, wir waren 3 Euro Zusatzkosten, Marke ETC. Eigentlich war alles fast eingepreist. Versand zu Amazon. Ich habe gerade nochmal gesagt, die Anwaltskosten, Christian, also das von wegen, dass das Produkt dann am Ende nochmal mit Doppelcheck, verkehrsfähig ist, hier registriert. Genau. Das kommt natürlich dazu. Aber das natürlich jetzt auch, weil es ein Kühlpad ist. Wenn ihr jetzt ein anderes Produkt habt, dann habt ihr diese Kosten in dem Maße wahrscheinlich nicht. Genau. Aber muss man halt in Summe einpreisen. Und dann hat man ja ein paar Folgethemen am Ende nur Lagerhaltung selbst. Man schickt ja nicht 13 Paletten, aktuell sowieso nicht, ne? Auffüllbeschränkung nach Lagertyp rein. Und jetzt, soweit wie ich weiß, die letzte Beratungssession war eigentlich von mir nur noch darauf ausgerichtet, wo ich immer sage, ab dem Level bin ich sowieso raus. Ihr müsst jetzt in die Social-Media-Strategie gehen, davor nicht gemacht. Ich bin der Meinung, aufgrund gewisser pinkfarbener Handschuhe war das vielleicht nicht blöd, aktuell noch keine große Social-Media-Strategie zu haben. Aber es ist ja jetzt, es läuft sehr gut. Nachbestellung, ja oder nein, wann entscheiden? Und dann sprechen wir über Social-Media-Strategie. Nachbestellt ist bereits. Also das ist, man muss halt mal einplanen. 10.000 Einheiten. Respekt. Ja, also das Problem ist halt einfach, wir sehen den Trend, wir wissen, dass es jetzt bald wärmer wird und das Problem ist halt einfach, man muss es sagen, Corona leider schon hinsichtlich Logistik, Transport, der Sourcing Agent hat halt einfach auch gesagt, plant mal mindestens 3 Monate ein und dann kalkuliert man natürlich so, wenn man... Das ist ja ein Evergreen. Ja, also im Grunde genommen nachbestellen, ja, auf jeden Fall. Und das ist aber dann auch echt so eine Sache, dass man hat ein neues Produkt und das läuft jetzt gerade. Klar stellt man sich dann immer noch so die Frage, boah, jetzt hast du die ersten Einheiten gut verkauft und das läuft und der Trend ist da, aber sich dann zu committen und sagen, so jetzt setze ich nochmal eine so große Summe in das Produkt rein, habe dann ja theoretisch facto einen physischen Warenbestand plötzlich von weiß ich nicht was. Das ist dann natürlich schon eine Entscheidung, die man treffen muss, aber da habe ich ehrlich gesagt weniger Bauchschmerz mit gehabt bei dem Produkt jetzt. Aber man hat ja zur Not die Notfallplattform eBay, da kann man ja alles verkaufen. Da kriegt man sonst alles los, ja. Genau, und ansonsten oder kann man auch Gutes damit. Genau, aber ansonsten kann man ja auch Gutes damit tun und da kommen wir schon zu weiterführenden Strategien. Ich bin da ja völlig frei im Geiste, weil ich selber weder unternehmerisches Risiko trage noch irgendwie zurückhalte bei all meinen Kunden. Wir haben über alle möglichen Themen gesprochen, von in die Schulen, auf die Krebsstationen, in die Krankenhäuser, in die Kitas, alle Bereiche haben wir. Ich habe ja wirklich in den Beratungsszenarien da immer alles mal einen breiten Blumenstrauß zur Verfügung gestellt. Wie ist jetzt für euch die erste Marschroute, wo man jetzt sagt, okay, Verkäufe kommen rein, Bewertungsszenario ist überraschend gut. Was heißt überraschend gut? Aber man kennt das ja, es kommt dann mal so eine Stern und ein, zwei Stern sind ja auch bei euch mit reingelaufen. Was muss man jetzt machen? Wir sagen ja als normale Private Labeler und FBAler, ey, läuft, lehnen wir uns zurück, bestellen nach, Füße hochlegen im Strand und chill deine Basis, mal böse gesprochen. Oder sagt man jetzt rein aus Unternehmertum und unternehmerischer Perspektive, nee, ausruhen funktioniert nicht. Wir wollen ja nicht nur den Abverkauf aufrechterhalten, sondern es muss den nächsten Schritt schaffen. Mit was sollte man sich jetzt in der jetzigen Situation, außer mit der Nachbestellung, definitiv anfangen zu beschäftigen?
Also definitiv haben wir jetzt bei uns angefangen, auch aufgrund dieses Kainhorn-Themas zwei neue Mitarbeiter einzustellen, die eben bei uns komplett für das Thema Social Media verantwortlich sind, um eben halt da auch viel mehr eine Brand noch aufzubauen. Denn unsere Strategie ist es hier, eben auch in den stationären Handel reinzukommen. Und aus anderen, oder aus der Vergangenheit weiß ich eben durch andere Produkte, dass eben gerade auch solche Einkäufer dann das Produkt natürlich recherchieren. Und wenn man dann natürlich einen richtig geilen Social-Media-Auftritt hat, wenn man da geilen Content hat, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich den einfach nur so eine PowerPoint-Präsentation zu D und M zum Beispiel schicke. Und das ist einfach jetzt Pflicht. Also da aufbauen, dann ist das Thema Apotheken dran, dass wir damit reinkommen. Stellt sich ein bisschen schwieriger raus, aber eben halt einfach auch Amazon ist bei weitem nicht alles so. Das muss man halt auch fairerweise dazu sagen. Und wir wollen jetzt eben halt auch weiter in den stationären Handel gehen, damit wir da dann eben halt auch unsere Lorbeeren ernten können. Ja, kann ich ja nur, wer mich länger kennt, ich durfte ja mit Jan Heidemann schon Vorträge halten im Schmuckbereich, der ja auch 2017 aus dem Juwelierbereich zu Amazon hin kam. Dort ein relativ zügiges Wachstum hingelegt hat und Amazon selbst tatsächlich das Sprungbrett wurde, um Otto, About You, Zalando und viele andere Themen zu erreichen, weil andere, die die Marke betrachtet und bewertet haben, also nicht monetär bewertet haben, sondern im Gesamten, gesagt haben, oh, was für ein sehr guter Auftritt. Oh, auf ihren Listings ist ja nur ihre Werbung und die Bewertungen sind ja auch sehr, sehr gut. Und dort schafft man dann einen Wachstumsbereich, der größer wird. Wir sehen es an den Autosuggests. Mittlerweile wird gesucht, Kainhorn-Kühlpads, ohne Fuscherei. Ihr wisst ja, der Herr Kelm kennt ja da so Tricks und Methoden, aber sowas würde ich nie eingeben. Und da ihr ja auch mit K anfangt, wie das große Kawaii, mag ich da den Jörg Kundrat gerne immer zitieren. Der sagte damals schon, dass Ziel von Kawaii ist es nicht, dass jemand Handyhülle, iPhone, Kawaii sucht, sondern dass er mit dem Wort Kawaii startet und am besten nur die Marke eingibt und das Produktportfolio kauft. Und wenn man sich die Suggests anguckt, habt ihr das ja scheinbar geschafft. Vielleicht sind es auch schlicht die Wettbewerber, die einfach auf den Trichter kommen und sagen, oh, warte mal, wir sehen da gerade bei den Amanews beim Kelm so ein komisches Produkt, das sieht so komisch aus und die geben ein Kühlpack. Mehr davon, also mehr davon. Genau. Bringt ja die Suggests hoch. Dann kommt eine gute Frage. Also neben so einem Kanal wie Pinterest, Instagram, Facebook heißt, dass das Kainhorn bekommt am Ende eine eigene Seite. Hier die Frage schon, will man dann oder sollte man, also ich kann es ja aus Beraterebene immer schön reden, aber wie stehst du dazu, Portfolio erweitern? Also nicht jetzt so Shirtracer-mäßig, dass man sagt, man macht jetzt noch T-Shirts damit, Fanartikel, dazu sage ich gleich was, sondern das echte Produktportfolio noch erweitern. Grundsätzlich ist das natürlich geplant. Wir haben jetzt natürlich wir haben natürlich jetzt gerade auch nur, wie du das so schön gesagt hast, bedienen wir 50% theoretisch des Marktes, also der Zielgruppe, die wir ansprechen können. Und jetzt gibt es natürlich noch einen zweiten Kuchen. Das ist oder den zweiten natürlich die anderen 50%, dass man irgendwie Jungs oder Herren noch gesondert anspricht. Das muss man jetzt halt gucken. Da kann ich jetzt soweit noch nicht zu sagen, weil wir dann noch in Erfindung sind. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass Produkterweiterungen geplant sind und dass man da auf jeden Fall, also diese von dir auch immer benannte Farbstrategie, das ist halt einfach richtig gut so. Da braucht man sich nichts. Also kann man theoretisch, wenn das Produkt dann ist und ihr habt einen guten Content und das, wie gesagt, da kann da eigentlich gar nicht viel schief gehen, weil ihr allein, wie gesagt, diese Sichtbarkeit allein in der SERP-Seite habt und damit habt ihr schon das halbe Spiel gewonnen. Absolut, absolut. Was ich gerade angeteasert hatte, was am kuriosesten ist, sind tatsächlich, wenn man so ein neues Produkt im Markt hat, ist das Thema Kunden kauften auch und Kunden haben gesehen auf der Produktdetailseite phänomenal. Fast jedes Produkt mit einem Einhorn wurde mittlerweile mit diesem Produkt zusammen gesehen oder und gekauft, wenn man das so tagtäglich recherchiert. Und dann kommt man tatsächlich auf die Idee zu sagen, wenn die doch eine kleine Tasche, eine Kosmetikbeutel mit einem Einhorn kaufen und das Produkt, muss man das Produkt erweitern. Kein hohen Schnaps, kein hohen es ist tatsächlich so, also wenn, das ist mein Tipp für sowohl für euch als auch für alle anderen da draußen.
guckt euch doch bitte an, was Kunden noch mit eurem Produkt kaufen und oder gesehen haben. Da gehen manchmal Türen auf, wo man dann sagt, das könnte man selber machen. Oder man besorgt sich ein Franchise oder den passenden Influencer. Ja, man stelle sich vor, ein Varion, der ja aktuell sehr viel auch Werbung macht durch eingekaufte Produktwerbung. Der nimmt ein blaues in die Hand und macht sich so eins in die Hand, was ihr für eine Möglichkeiten habt an Reichweiten. Habt immer die Augen offen nach links und rechts und verschließt euch nie vor einer Produktportfolio-Änderung, Erweiterung oder Anpassung. Denn am Ende kann es ja auch sein, dass der Markt irgendwann gesättigt ist mit eurem Produkt. Das passiert halt nun mal vielen, gerade im homogenen Produktbereich. Und was soll der Kunde dann im Customer Lifetime Value noch kaufen? Er hat nicht die Chance, eine Augenmaske oder sowas noch zu holen. Er hat keine Chance, weiter dein Kunde zu bleiben, weil ihr ihm nichts anbietet. Das finde ich ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Passt das? So, jetzt gehen wir nochmal kurz, wir gehen mal kurz noch Fragen durch. In Small and Light Programm passt es nicht, weil Small and Light ist unter 10 Euro, korrekt? Ganz genau. Und auch, also erstens das und zweitens vom Gewicht wird es, glaube ich, auch nicht passen. Genau, ich glaube nämlich auch, ich glaube, was ist das? 800, 900 Gramm, irgend sowas? Weiß ich gar nicht ganz genau. Und Versand, Small and Light. Also versandoptimiert, ja. Ja, das ist ein Thema. Dann haben wir die Frage zum Agenten. Nur nochmal Vollständigkeit halber, du hast es ja schon gesagt, also du sagst jetzt definitiv nicht, wer es ist, aber man kann dich gerne anschreiben. Finde ich auch, es ist fair enough. Es gibt so, am Ende kann man ja ruhig sagen, Manuel Bekcava hat das früher sehr professionell mit Import Dojo gemacht, Jens Lindner und der gute Ralf Herrmann, die sind ja auch Profis in den Segmenten, gibt es ganz viele YouTube-Videos, etc. Aber Fakt ist, wenn man das auf den Punkt bringen will, Profi benutzen. Holt euch ein Profi für sowas. Macht das nicht selber. Das wär, also wenn ihr keine Ahnung habt, lasst das bleiben, ehrlich. Das auch beantragen von Zertifikaten, Marke selber beantragen oder so. Jeder im Amazon-Bereich sollte die zwei Leute, Rolf Klaassen, ich glaube, der hält auch gerade parallel einen Livestream auf YouTube, und Thomas Engels auf jeden Fall kennen. Und gut, muss ich mir gleich aufschreiben. Shoutout an Thomas. Wir sind zwar, der Jan Heidemann wird auch beim nächsten Mal mit dabei sein, aber den Thomas können wir ja auch da einfach mal mit reinholen hier in unsere Ask Me Anything Runden. Dann haben wir, genau, Augenmasken macht total Sinn. Die Kinder werden ja auch älter. Spätestens dann, wenn du sie vom Dorffest abholen musst, ran damit. So, man sieht es jetzt schon. Ja, hier oben ist definitiv schon Glitzer mit ein bisschen gefroren noch drin. Man sieht es noch nicht ganz, liegt jetzt aber auch in Lichtverhältnissen hier unten noch gefroren. Das glitzert durch und durch. Hier sieht man, ja, jetzt haben wir eine gute Lichtreflexion noch drin. Seht ihr es ein bisschen wenigstens? Wie gesagt, im gefrorenen Zustand schwer. Ansonsten halt Amazon-Produktbilder angucken. Da sieht man es dann auch nochmal. Ja, aber es haben ja einige gesagt, die Produktbilder sind gefaked. Ach, in den Bewertungen. Nein, ich meine die Kundenbewertung, ja. Stimmt, in den Bewertungen sind tatsächlich ja zwei, drei Bilder drin. Stimmt. So. Was so eine Beratung bei Ihnen, Herr Kelm, kostet? Ja, da sind wir ganz offen. Wir haben einerseits die Pro-Bono-Sessions immer Freitag. Da ich aktuell aber gesundheitlich wirklich massiv eingeschränkt ist, fangen die erst wieder so im Juni an. Ansonsten sind das bei uns tatsächlich 300 Euro die Stunde. Das wird meistens auf Projektbereich dann so abgerechnet, weil ich relativ gut weiß, wie viel Zeit brauche ich, entweder um strategische Beratung durchzuführen, SEO-Schulung, Werbeschulung. Ich arbeite ja auch mit ganz vielen von euch zusammen. Das klingt immer viel, das ist auch nicht schlimm, aber die wenigsten schaffen es, deutlich über 8 Stunden zu kommen, weil ich dann doch hart durchziehe. Und ich glaube, einen Kunden haben wir, das sind mit Schulung und allem weit über 3-4 Tage, das ist auch manchmal so. Aber das hat alles seine Wertigkeiten, meiner Meinung nach. Das einzige Problem, was aus diesen Schulungen entsteht und was jeder wissen muss, ihr habt danach einen Sack voll Hausaufgaben. Ansonsten bieten wir ja immer die ASIN-Analysen an.
wo wir live die Produkte einfach durchgehen, was passt da nicht. Und da sage ich immer, get your basics done. Ja? Also fangt bitte an, erstmal die Grundlagen zu schaffen. Mein gesamtes Wissen liegt auf YouTube im Amazon-Kurs, im Werbekurs. Christoph, sorry, ich will dir da jetzt nicht reinfahren, aber wenn so eine Frage kommt, schmeißen wir das ganz kurz mal hier einfach rein. Ich muss mal gucken, ob ich den Screen kurz noch geshared kriege. Also nicht falsch verstehen. Jeder, der das kennt, sollte eigentlich, na, das hat da nichts zu suchen. Ihr braucht nicht mich. Ihr müsst eigentlich nur wissen, wo es ist. Ja? Und da kann ich nur jedem empfehlen, geht einfach auf die Seite. Wir haben einen kompletten Amazon-Kurs. Das ersetzt sehr, sehr viel und reduziert die Anzahl an Beratungsstunden. 2 Marketingkurse, einen für Werbeaktionen, einen für Werbekampagnen und hunderte und aber hunderte Videos zu allen Bereichen. Ja, das nur mal, damit ihr das versteht. Jetzt sind wir alle 3 da. Warte mal, den nehmen wir wieder weg. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ne? Weder ich will mich aufdrängen als Berater, weil wir wirklich versuchen, alles frei rauszugeben. Nutzt lieber das Tool. Und der Christoph macht ja auch Beratung, wie er es schon sagte, aber wir wollen euch nur einmal Teil davon haben lassen, wie man denkt, wie ich als Berater denke, welche Sachen man beachten muss, welche Learnings man hat und wie Christoph sowas in der Firma selber ansetzt. Ja, jetzt kommt noch die Frage, ja, einfach anschreiben, ne? ck@mlice.com, Facebook, LinkedIn, Xing und so weiter. Ich habe kein Instagram, kein TikTok, kein Snapchat, sowas benutzt die Jugend, so wie der Christoph. Bevor wir dann, was haben wir noch vergessen? Mal geistig durchgehen. Produktideenfindung, Glück, Zufall, Denkschmalz. Sind wir mal ganz ehrlich. Und davon gibt es da draußen noch mehr, können wir auch ganz, ganz klar sagen. In der Produktkonzeption niemals damit aufhören, dass die Idee da ist, sondern, wie du schon sagtest, bis ins Stationäre schon denken. Verpackung, ja. Package Design, Out-of-the-Box-Experience, bis ins letzte Detail gehen. Und wenn was pink sein soll, dann muss auch die Schutzhülle pink sein. Ja. Zielgruppe klar definieren. Ich glaube, vom Start weg die Zielgruppe klar die Zielgruppe klar definieren, ist, glaube ich, mit das Wichtigste in dem Projekt bei euch gewesen. Ja. Kopierbar ist alles. Ja, Kopierbarkeit verhindert man durch Marke. Kostenkalkulation, immer eine Vollkalkulation gehen. Ob man nachbestellt oder nicht, weiß man nicht. Das heißt, das Ding muss an sich profitabel sein, inklusive aller potenziellen Kosten links und rechts, die insgesamt entstehen. Was ja am Ende aber auch ein Grund ist, warum man nicht mit Preisspielereien an den Markt geht, sondern einen gefestigten, gesättigten, einfachen, guten Preis setzt, der sich nicht mit dem Wettbewerb beschäftigt. Sonst bin ich ja immer der Erste, der schreit, ihr müsst die Preissensitivität der Produktseite angucken. Seht ihr ja in der MLIs Extension. Aber hier war die Entscheidung ganz klar dagegen, weil die Aufmerksamkeit kommt nicht über den Preis, sondern über Marke und Farbe. Geduld beim Launch. Man sieht es ja auch bei MLIs, wie von nichts auf mittlerweile 750 Keywords sich das hocharbeitet. Das braucht Zeit. Ja. Und das wäre interessant aus eurer Erfahrung. Ist das bei euch bei Produktlaunches, Produktneueinführungen? Ihr seid ja auch kurz vor Muttertag unterwegs. Nehmt ihr euch immer die Geduld? Ob wir uns die Geduld nehmen? Ja. Ja, definitiv. Also dieses, ich will jetzt hier kein Grundsatzthema aufmachen oder so, aber man muss halt einfach sagen, eine Produkteinführung damals 2016, 2017 war was komplett anderes als das, was es heute ist. Wir haben ja teilweise dann auch dank der Daten mit MLIs tatsächlich messbar und darstellbar aufzeigen können, dass auch dieses ganze unprofitable Werbung für PPC, das drückt da ein organisches SEO nach oben. Wir haben da Daten gehabt, wir haben es gemessen. Auch da haben sich massiv Sachen geändert. Also dieses von wegen, ja. Der mit den Deep Pockets, der gewinnt am Ende, das ist es bei weitem nicht mehr. Also wirklich bei weitem nicht mehr. Es ist nicht mehr das Kinderspiel, die Produkte damit an den Start zu bringen. Und da muss man einfach Zeit mitbringen. Wir sehen es ja jetzt teilweise auch noch. Die Keyword-Anzahlen steigen, die Positionen, die festigen sich. Wir gehen immer weiter nach oben. Aber plant da mal mindestens, also wenn ich Kunden habe oder auch bei unserem Produkt mit den Mitarbeitern, wenn dann kalte Füße kommen nach einem Monat oder 1,5 Monaten und dann heißt es, das Produkt läuft oder das Produkt läuft nicht,
Bullshit. Also plant da mal mindestens 6 Monate, 7, 8 Monate ein, bis ihr wirklich bewerten könnt, qualitativ bewerten könnt, ob das Produkt gut ist oder nicht, beziehungsweise ob sich da Werte aufbauen oder nicht. Das dauert halt einfach inzwischen. Also dieses innerhalb von 2 Wochen von 0 auf 1 vorbei. Nee. Oder man bringt es auf den Punkt, statt einem festen Zeitrahmen, ich sage immer so, nach 3 Monaten sollte das Produkt sich gefestigt haben, danach geht es erst los. Oder deine Saison. Ne, ist ganz klar, wenn du nur einen Valentinstag, Muttertag, Ostern, Männertag Produkt hast, dann hast du nur die Saison von Februar bis Mai. Wenn es da nicht rechtzeitig oben ist, passiert gar nichts mehr. Und mit den Ads, ich sage es immer, die Emma News haben ja genug Beispiele, auch in dem Werbekurs, wie die Ads oben sind und organisch bleibt gleich. Die Ads gehen runter, Ad-Spend halbiert, organisch bleibt gleich, Abverkäufe bleiben gleich. Glaubt einem immer wieder kein Mensch, aber ist nun mal so. Eine Frage vom Stefan Langner noch, ist ja einer, der von Tag 1 schon immer die Sessions mitmacht und dafür gesorgt hat, dass ich mein Passwort mal live eingegeben habe in der Session. Die FSNKU ist gar nicht auf der Verpackung, da sind wichtigere Informationen drauf. Aber gute Frage, wie läuft das Produkt ins Lager rein? Also Palette kommt zu euch. Müsst ihr jede Kartonage nochmal mit einer FSNKU und dann erst wegsenden oder wie? Nein, also bei uns ist es grundsätzlich so, klar, wenn ich jetzt sage, ich mache Amazon Only und entscheide mich bewusst dafür, nur die FSNKU zu nehmen, dann ist das gut und schön. Aber wir wussten halt von Anfang an, der Einzelhandel, der braucht schlichtweg eine ganz offizielle EAN-Nummer. Und aus diesem Produkt oder aus diesem Grund ist quasi unser Produkt nur mit der EAN-Nummer gekennzeichnet als Barcode. Und dann läuft das ganz normal so ab. Kannst dir vorstellen, Palette kommt rein, dann hast du natürlich deine Umkartons, weiß natürlich, was drin ist. Bei uns sind es, glaube ich, 24 Einheiten, klebt dein Umkarton-Label drauf, da wickelst das ein, lässt das von Kühn und Nagel abholen und dann geht's zu Amazon. Ich glaube, was du noch meintest, klar, FBA optimiert, hatte Christian am Anfang gesagt. Gerade am, ich meine, Amazon hat ja jetzt wieder die Gebühren oder für FBA angekündigt zu erhöhen. Und ihr müsst einfach dann bei solchen Sachen darauf achten, das hatten wir jetzt schon bei 2 oder 3 Produkten, ne, euch wirklich einmal mit den Grenzen, also mit den Intervallen zu beschäftigen, welches Gewicht oder welche Maße in welche Produktklasse fällt. Genau, das, was Christian eingangs gesagt hatte, da sparen wir jetzt bei, also der Wettbewerb macht das teilweise falsch und da sparen wir durch, mit jeder Einheit, die wir verkaufen, sparen wir 35 oder 40 Cent, nur weil wir uns einmal darüber Gedanken gemacht haben. Also setzt euch dahin, optimiert die Verpackung, macht es zur Not ein bisschen leichter, um wirklich unter dieser Gewichtsgrenze auch zu bleiben. Und dann habt ihr einen riesen Vorteil, also definitiv. War ja auch, also muss ich mal, ich kann da so aus dem Nähkästchen plaudern, wie gesagt, ich habe tatsächlich sehr viel Zeit damit verbracht, Herstellern in Fernost neue Verpackungskonzepte beizubringen, die handgriffreduzierend waren, die aus einem Stanzbereich gemacht wurden, ohne kleine Stücke noch reinzulegen, Pappe und so weiter, weil am Ende jeder Handgriff fast 5 Cent, teilweise 10 Cent kostet. Jeder Aufkleber an der Ecke, der zusätzlich gesetzt werden muss, damit das stabil bleibt, kostet zusätzlich Geld. Wer sich Verpackungen anguckt von, das ist keine Werbung, aber ich habe mir mal wieder eine Nintendo Switch gekauft, über einen Warehouse-Deal, da war leider kein Spiel drin. Oh, schade, Christian. Schade. Dieses Verpackungsdesign oder wie es eine Apple entwickelt und so weiter, ist so ein One-Die-Cut-Prinzip in vielen Fällen. Und das hilft tatsächlich, Geld zu sparen, aber auch in der Kalkulation. Weil was ich dann gesagt hatte, war, was ich noch kannte, der Umschlag ist ja wölbbar. Und wenn man den Umschlag halt wölbt, also man darf nicht so rechnen, dass der flach ist, sondern muss halt damit rechnen, wenn der sich wölbt, hat er noch eine andere Abmaßtechnik. Und dann passt das halt einfach rein und das Ding geht halt trotzdem immer noch zu. So, zack. Und es passt. Und über solche Sachen habt ihr euch ja dann auch Gedanken gemacht, ist sogar zugeklebt, zack, zack, fertig. Und das ist einfach unsäglich wichtig. Und da dürft ihr nie die Kartonagegrößen von eurem Hersteller als gegeben hinnehmen. Ja, ja. Das darf man einfach nicht so akzeptieren, sondern muss von vornherein sagen, hey, pass auf, wenn ihr das macht, dieser Millimeter oder diese 3 Millimeter, die kosten uns x mehr Geld, weil sie uns eine andere Packungsgröße schmeißen. Dann kommt noch eine schöne Frage direkt auch rein. Pan-EU. Also Pan-EU grundsätzlich, nee, bis jetzt Pan-EU nicht, weil wir halt, wie gesagt, den Großteil unserer Produkte über FBM versenden. Aber das
ist natürlich auch da Symptomatik. Die Strafgebühr ist ja jetzt auch reduziert worden um 30 Cent. 35 Cent, genau, aber nichtsdestotrotz sind wir dabei, das zu realisieren. Dementsprechend, ja, wird kommen, aber auch da ist natürlich, wenn wir dann sagen, jetzt irgendwie, wir wollen Europa, nach Europa expandieren und wollen dementsprechend auch die anderen Marktplätze anfangen, muss man sich natürlich dann auch ein ganzheitliches Konzept überlegen, weil kein Horn natürlich auch vom Wortspiel witzig in Deutschland ist, aber ob das jetzt genauso witzig in Italien ist, ist halt eine andere Sache, aber da kann ich sagen, arbeiten wir auch an Konzepten und auch da wird es relativ zügig, relativ schnell nach vorne gehen. Ganz wichtiges Thema, wenn ihr ein Tier als Icon habt, findet raus, ob das religiöse Hintergründe hat oder das Tier in der Wahrnehmung der Zielgruppe oder des Kulturkreises eine komplett negative Behaftung hat. Ob das Wort ausgesprochen vielleicht irgendein Schimpfwort ist. Und das Wichtigste, wie sollst du denn ein Wärmepad in Italien und Spanien verkaufen? Da reicht es natürlich, wenn die Zielgruppe nur mit Kühlpad ansprichst. Warm ist es bei denen eh. In UK, wo es eher nicht warm ist, brauchst du es nicht auf kalt ansprechen. Das heißt, gerade wenn wir über EU sprechen, ich hatte das gestern erst wieder, du musst dein Produkt komplett neu denken und du musst beachten, die Märkte sind nicht so groß. Ja? Ich setze sehr viel Wert auf Polen, die einfach einen anderen Digitalisierungsgrad haben, die haben Allegro schon, die sind so ein bisschen mehr im wirtschaftlichen Wachstum. Die Situationsgrade hat sehr, sehr viel wirtschaftliche Situationen verändert. Und einige Länder haben ganz andere Probleme, als ihren Kindern in Kühlpad zu kaufen. Also Pan-EU ist meiner Meinung nach nicht irgendwie eine allgemeine Lösung. Ich sehe teilweise nur noch Wachstumszahlen mit Pan-EU aktiviert von 15% und weniger, wo ja die Aufkäufer immer schreien, ah gut, ihr habt noch nicht Pan-EU, das ist der super Wachstumshebel. Die haben wahrscheinlich noch nie eine Marke versucht, in Europa dann mal auszurollen. Ich kenne riesige Marken im Bereich Fashion, Garten und Co., auch Schreibwaren, die finden im Ausland gar nicht statt. Ja, nur weil wir die als Marktführer wahrnehmen, heißt das nicht, dass das in anderen Ländern auch so ist. Mein Lieblingsbeispiel ist Grillzubehör. Der deutsche Markt ist sauber, rein und ordentlich. Der Franzose grillt sein Hühnchen. Der Spanier isst sein Kaninchen. Und der Italiener grillt seinen Fisch. Wenn du dann also dein Grillbesteck irgendwie mit europaweit ausrollst, die wollen das nicht. Ja? Ihr kennt das vielleicht, die Italiener, die fassen an, oh, lecker, lecker, lecker. Ja? Der Franzose ganz speziell und alles Superkoch sind ja die besten Köche. Ja, und der Deutsche ist eher so die Grillzange und exaktes Wenden. Ganz andere Zielgruppen, das muss man in dem Pan-EU-Bereich beachten. Ja, dann würde ich sagen, wir sind mit unserem Teil durch und werden jetzt noch ein Sonderthema am Ende aufmachen, was euch nicht so trifft, aber alle anderen, bevor wir da aber reingehen, Beißringe für Babys, ja genau, das Beißhorn. Man kommt halt wirklich auf viele Ideen und, hier ist es jetzt, sieht man es? So, guckt euch das an. Hast du da jetzt die ganze Alter. Zeit drauf? Nein, ich habe das hier links vom Tisch geholt. Ach, ich wollte gerade sagen. So, also, haut eure Fragen noch rein. Wir machen jetzt nämlich direkt weiter, weil, ganz ehrlich, jetzt rennt das Ding. Zum Glück sind schon ein paar Sachen im Lager und zum Glück macht ihr so viel Eigenversand. Das heißt, Auffüllbeschränkungen nach Lagertyp zerstören jetzt nicht die gesamte Produktstrategie. Aber Fakt ist, wenn man heutzutage ein Produkt neu in den Markt drücken will, mit viel Schmackes, hast du ein Problem. Es gibt seit 23. April Auffüllbeschränkungen je Lagertyp, Schuhe, Bekleidung, Übergrößen, Standard. Ich habe noch nicht so viele Accounts reingeguckt. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall Begrenzung 1000. Ich habe heute einen Podcast aus dem UK gehört mit Danny McMillan. Da gibt es auch welche, die haben deutlich weniger, andere deutlich mehr. Der gute Jens Lindner am Z Pro hat sein YouTube-Video schon live dazu. Unseres geht morgen live dazu. Da gibt es ein paar Ansätze, wo ich sage, puh, es gibt ein paar neue Probleme und denen müsst ihr irgendwie Handhabe entgegenbringen. Weil wenn du nur noch 200 Stück insgesamt über dein Portfolio-Bereich einliefern kannst, musst du dich halt entscheiden. Und wenn du nicht jeden Tag in der Lage bist, einzuliefern, und nachzuhalten und andererseits vorzuhalten im eigenen Lagerbereichen, hast du heutzutage meiner Meinung nach ein echtes Problem.
Trifft es euch überhaupt und konntest du dich schon mit dem Thema beschäftigen, was ja jetzt quasi noch nicht mal eine Woche alt ist? Ja, also im Grunde genommen betrifft uns das, wie du das gesagt hattest, schon also deutlich weniger als sicherlich einige andere Händler, die jetzt hier auch mit in dieser Session mit dabei sind. Für uns ist es positiv, denn wir haben einen ziemlich guten Account, wir haben einen Account mit einer guten Durchverkaufsrate und haben dementsprechend bei neuen Kooperationen, die wir vielleicht eingegangen sind, hatten wir immer das Problem, dass wir immer nur 200 Einheiten von einem neuen Produkt einsenden konnten. Ne? Wegen der alten Artenbegrenzung. Ganz genau. Und das ist halt jetzt für uns einfach so richtig gut, dass das halt aufgehoben ist, weil ich jetzt direkt vom Hersteller, keine Ahnung, ich kann es in Schieß mich tot abholen lassen, eine Palette und habe jetzt nicht mehr, dass ich die abpacken muss, weil ich nur 200 Einheiten senden darf. Also für uns ist das gut und ich kann auch den Bewegung von Amazon dahinter komplett ziehen, weil es natürlich einfach auch dazu anregt, nicht so viel Müll dabei denen davor zu halten. Also grundsätzlich finde ich eigentlich, dass das für uns, kann sein, dass das für andere, die wirklich FBAler sind, ist das für uns richtig gut. Die Situation ist ja tatsächlich folgende. Ich mache den Amazon Dorf Talk schon seit über 3 Jahren mit dem Nils Seebach. Wir haben gestern eine Session dazu auch aufgenommen. Für mich ist das ein Riesenschritt von Amazon weg von einer der großen Kernstrategien. Die heißt ja immer, jedes Produkt zum marktbesten Preis sofort verfügbar. Sofort verfügbar. Bleiben Sie dran. Wir haben ja gelernt, 28% aller Purchases sind in unter 3 Minuten durch, 50% in 15 Minuten. Seit heute ist in der App der Einkaufswagen direkt mitlaufend. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat. Der Einkaufswagen ist in den Suchergebnisseiten und beim Mobile Scrollen direkt da. Preis ist immer ein Thema, ne? Monopolkommission ist dran, aber solange sie da nicht irgendwie verknackt werden, werden sie das weitermachen mit dem Price-Matching. Aber sie gehen an den Bereich jedes Produkt ran und zwar deutlich. Amazon ist letztes Jahr an seine eigenen logistischen Lagerkapazitäten gekommen, an die Grenzen. Und die waren 5 Jahre voraus. Letztes Jahr 500.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Und die meisten Händler, meiner Meinung nach, ihr dürft mich gerne immer beschimpfen und straft mich einer Lüge oder einer Fehlthese oder Fehlannahme. Aber gefühlt habe ich immer die Situation, komm, wir bestellen, wir gucken, wie es läuft. Und wenn was nicht läuft, ist nicht schlimm. 180 Tage Remission, dann zu eBay damit. Aber voll. Man bestellt auch nicht segmentiert nach bestimmten Mengen oder so. Man weiß gar nicht, was so läuft, was nicht läuft. Die wenigsten haben saubere Forecast-Szenarien. Und das führt einfach dazu, dass ihr in Zukunft, wenn ihr eure Bestseller halten wollt, euch von Produkten trennen müsst. Heißt Datenanalysen, Traffic-Absatz-Umsatzanalysen, Priorisierung von Produkten ist ja auch ein Thema, was ihr im normalen Lagerfluss sowieso habt. Ja, ihr graviert ja Schlösser in vielen Farben. Aber du kannst mir ja nicht sagen, dass ihr alle Farben in derselben Kilo- oder Tonnenmenge einkauft. Blau, Rot, Grün, Gelb, Schwarz. Kauft ihr auch nicht alles in gleicher Menge ein, oder? Nee, klar, da gibt es dann eine Mengenfarbe. Verteilung, dann schauen wir uns die historischen Daten an und danach wird dann natürlich die Planmenge für das kommende Jahr gemacht. Und genau da möchte Amazon natürlich auch hin, dass man halt einfach sich bei der Anlieferung Gedanken macht und halt, wir hatten das zum Beispiel auch bei Corona, war ja bei ganz vielen so, dass dann plötzlich ja gar keine Ware mehr angeliefert werden durfte, weil halt einfach auch so voll alles war. Und ich finde den Weg dann komplett richtig zu sagen, hört mal auf, alles hinzusenden und dann alles irgendwie gleich in einer unrealistischen Stückzahl, sondern setzt euch hin, denn schickt ihr von dem einen viel hin, könnt ihr von dem anderen weniger hinschicken. Eigentlich ja eine ganz gute Sache, weil natürlich auch die Durchverkaufsrate berücksichtigt wird. Ich, ja, aber schon spannend, was du gesagt hast, man sich halt weg von dem Allesladen hin zu wirklich lieber nur relevante Sachen hinbewegt. Ja, und das Spannende ist ja, der Schlag kam ja plötzlich. Ne? Wer am Donnerstag noch alles eingeliefert hat, am Freitag hast du Pech gehabt. Es wird ja eine Welle geben vom Marktplatz zurück bis zur Werkbank. Weil, wenn ihr in Zukunft alle da draußen dieselben Mengen weiterhin bestellt, euer Auffüllbeschränkung pro Lagertyp aber voll ist, werdet ihr woanders lagern müssen. Ja, der Danny McMillan hat einen schönen Podcast gehabt, habe ich ja auch in der Facebook-Gruppe schon geshared. Der sieht einen großen Boom der Drittlageranbieter kommen. Ja, weil irgendwo muss das Zeug hin. Und wir haben ja hier das Problem, aus Fernost bis nach hier ist eine Zeitspanne, die kannst du nicht mit, ach, ich brauche mal schnell wieder 200 Einheiten decken. Das heißt, auch die Werkbänke dort müssen sich umstrukturieren auf möglicherweise kleinere Volumen. Meiner Meinung nach wird das die Frachtkapazitäten der Flugzeuge nochmal erheblich nach oben treiben, wegen der Geschwindigkeit.
die LKWs brauchen und der Zug 14 Tage, ja, 2 bis 3 Wochen, also immer noch schneller als das Schiff teilweise. Und was ich glaube, ist, dass wir einen Schritt zurück nach Europa von den Herstellern haben werden. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, so Abfüller für solche Produkte, Abfüller für jegliche Art oder auch Ziehverfahren, Gussverfahren und so weiter, gibt es in Deutschland alles. Kostet halt nur einen ganz anderen Satz, weil die andere Qualitäten machen und andere Mengen liefern. Siehst du da noch irgendwo richtig harte Themen, die man so vergessen haben könnte? Weil wir haben die Gebührenerhöhung FBA, wir haben die Reduzierung von diesen Strafgebühren 50 Cent, wenn man nicht Polen und Tschechien aktiviert, auf 35 Cent. Das heißt, es nivelliert so ein bisschen die Gebührenerhöhung. Aber ansonsten sind die Lagerbestands-Auffüllbeschränkungen je Lagertyp. Siehst du sonst da noch irgendwo wirklich was, wo man jetzt sagen müsste, ey, das ist echt blöd, weil ich persönlich habe das Gefühl, mich trifft es ja persönlich nicht. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Hm. Ja, wie gesagt, also ich kann da vorstellen, dass da jetzt andere Stimmen, wenn jetzt hier vielleicht einer der anderen 57 Zuschauer gerade am Sprechen wäre, dass der sicherlich was anderes sagen würde. Aber wie gesagt, für uns und auch für den Bereich, wo wir mit Holzkohle handeln, ist das definitiv die richtige Richtung. Und auch da, klar, wir müssen jetzt auch bei der Planung, bei der Erstellung von Führungsplänen müssen wir ein bisschen genauer rechnen. Aber ganz ehrlich, das macht ja eigentlich jede Warenwirtschaft, die sagt dir, welche Mengen du hinliefern sollst und. Also das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, wo man plötzlich sagt... Nicht jeder hat eine Warenwirtschaft. Ja, aber jeder hat Excel. Also das kannst du ja schon ausrechnen. Deine Dings. Dazu werde ich mich jetzt nicht äußern. Ich habe sehr viel mit Excel gemacht. Mittlerweile bieten wir das alles ja in Shield 2 fertig an. Also ich bin der Meinung... Ab einem gewissen Level wird es halt schwer. Wir haben eine Mini-Lösung tatsächlich schon entwickelt. Nächsten Freitag sollte Release sein. Im Rahmen der Umsatzdarstellung von Varianten, wie sich die Umsätze verteilen, werden wir euch die Möglichkeit geben, dass ihr ad hoc und sofort seht, welche Farbe ist die beste. Ihr könnt nach Größen sortieren, welche Größe läuft am besten, welche der Varianten ist die beste. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal in euren eigenen Seller Central oder so reingucken, sondern könnt jetzt direkt auf den Amazon-Produktseiten sehen und natürlich nicht nur von euch, sondern auch von jeder anderen Asin, was natürlich hilft, um die Bestandsthematiken neu zu denken, wenn du plötzlich siehst, oh Gott, Bettlaken gehen plötzlich in Rot, ich werde mal auch rot bestellen. Ja, das heißt, da gibt es ein paar neue Mittel, die wir euch an die Hand geben. Ansonsten kann ich nur sagen, ihr müsst auf jeden Fall da neu rechnen, neu denken. Die Annemarie schreibt schon, vielleicht auch vermehrt auf Eigenversand setzen. Das ist ja die Hölle für die meisten, weil das ist ja dann echte Arbeit. Das große Credo ist ja eigentlich Fulfillment bei Amazon. I don't care, ja, ich habe nichts zu tun, macht ihr mal. Wer dann auf Eigenversand setzt, sollte natürlich meiner Meinung nach direkt auch die Konzeption überdenken mit möglicherweise direkt Shop dahinter. Weil wenn du auf Amazon bist und Eigenversand machst, dann bist du auch in der Lage, den Versand überall hin zu machen, dann solltest du auf jeden Fall alternative Darstellungsmethoden wählen. Dann kommt hier die erste Meldung rein. Ich klicke die auch immer direkt an, dann können wir die zusammen durchlesen. Für uns perfekt. Seit der Lagerbeschränkung in der Pandemie bekamen wir nicht mehr den LBI rauf, also Lagerbestandsindex. Damit fängt es schon an. Da muss ich sagen, Lagerbestandsindex, die Grenze ist doch bei 350 oder so. Ich habe noch gar keine Probleme dabei bei irgendjemandem gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommt... Wir können nicht einliefern, weil LBI... Oh, aha. Und LBI ist gering, weil wir nicht einliefern können. Oh, das ist ein Riesenproblem. Hier muss man natürlich dann schnell auf Eigenversand umswitchen können. Diese Änderung rettet unser LBI, weil wir nun den Platz der langsamen Artikel für die gut nutzen können. Hier der Hinweis von mir. Wie könnt ihr den Platz freimachen? Es gibt genau 3 Ansätze. Die Amazon vorgibt, ich stelle die ja in dem YouTube-Video noch später vor, Abverkauf fördern, oh, welche Überraschung, seht ihr, das passiert, wenn man die Stromrechnung nicht bezahlt. Nee, um 22 Uhr geht hier Strom aus. 21.30 Uhr meinst du natürlich. Achso, 21 Uhr. Also, ihr könnt den Abverkauf fördern, ihr könnt Remissionsantrag stellen auf Rücksendung oder Remission auf Vernichtung. Und da muss man sich wirklich mit auseinandersetzen. Seid da bitte nicht so emotional an euren Produkten hängend. Ich weiß nicht, Christoph, wie ist das bei euch? Also gerade gravierte Produkte und man ist so mit der Zeit groß geworden. Euren Ceranfeldschaber verkauft ihr immer noch, oder?
Ja. Weil er gut läuft oder weil es ein Herzensprodukt ist? Na, also es ist ein Herzensprodukt, das war der Einstieg zu allem. Also, wenn man so da zurückdenkt, wie ich damals mit Chrissy da zusammen durch die Küche gesprungen bin, vor Freude, dass wir das Produkt gefunden haben, klar hängt man daran, aber nichtsdestotrotz ist der Ceranfetch aber auch das beste Beispiel dafür, was eben passiert, wenn man keine Marke ist, wenn man einfach ein MeToo-Produkt hat. Also irgendwann ist es halt auch einfach so, dann nützt dir auch SEO nichts mehr, dann nützt dir auch Daten nichts mehr. Du kannst die besten Daten bekommen, wenn dein Produkt genauso wie 20 andere ist. Ganz ehrlich, wie gesagt, das habe ich ja eben gesagt, 2016, 2017 ging das richtig ab, das hat richtig Fun gemacht. Aber heute dümpelt der da so vor sich hin. Sicherlich auch nicht mehr die Zahlen, die er mal früher hatte, aber es ist ein Herzprojekt. Es ist mein erstes Produkt gewesen. Klar, da hänge ich dran. Wenn du richtig objektiv werden müsstest, ich als Berater, ich darf mir das ja immer erlauben, objektiv, subjektiv, ist ja nicht mein Geld, ist nicht mein Problem, ne? Ich kann immer sagen, von sowas muss man sich doch irgendwann trennen. Würdest du aus unternehmerischer Perspektive dem zustimmen, aber aus emotionaler Sicht würdest du sagen, ich kann jeden Händler verstehen, der das Produkt nicht remissionieren will, der einfach sagt, ja, ich warte noch eine Woche, vielleicht zieht es wieder an, ich warte noch eine Woche, vielleicht zieht es wieder an, ich mache noch SEO, ich versuche es noch zu retten. Oder würdest du unter den neuen Bedingungen wie Auffüllbeschränkungen, die ja deine Top-Produkte direkt schädigen können, würdest du da sagen, eine gewisse Emotionalität muss weichen und Daten lügen nicht? Also ich werde spätestens dann, ist Emotionalität mir egal, wenn es dann wirklich tatsächlich Geld kostet. Und das kostet es mich, wenn ich meine anderen Artikel nicht einliefern kann. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, man braucht auch nicht sich Sachen schönreden oder so, wenn das Produkt nicht mehr die Durchverkaufsrate hat und man noch, keine Ahnung, 3000 Einheiten da liegen hat, dann ist es einfach an der Zeit, entweder ein Blitzangebot zu machen oder vielleicht wirklich den Lagerbestand abzustoßen, zu remissionieren. Aber definitiv da dann sagen, alles klar, ist irgendwie so ein Herzensding, aber raus damit und Platz machen für Neues, ist doch auch schön. Ja, was mir immer auffällt, bevor wir noch in die weiteren Fragen von euch reingehen, ich habe das Gefühl, viele machen es genau anders. Also viele sagen, wir sind nur Daten, 50 Produkte hin, das, was sich verkauft, wird unterstützt, nachbestellt, der Rest weg. Wobei ich da immer sehe, da wird das Thema Get Your Basics Done komplett ignoriert. Kein Wert wird gelegt auf Bilder, kein Wert auf Content. Es wird einfach gesagt, das Produkt funktioniert nicht. Der Aufwand, den man leisten müsste, guten Content, gute Bilder, etc., der wird als zu hoch bewertet, als dass man da versucht, das Thema laufen zu lassen. Wird natürlich durch die neuen Begrenzungen schwer werden. Mein Feedback dazu an euch alle da draußen ist ganz klar. Ich habe genug Erfahrung über die Jahre gesammelt, dass die Leute, die bereit sind, mal eine Woche etwas zu investieren an Zeit, von ihrem Content profitieren über Monate und Jahre. Warum ist das so? Das ist ganz, ganz simpel gestrickt. Ich erkläre das am liebsten immer mit Pfannen und Induktion oder mit Klopapier. Es gibt Evolutions-, Innovations- und Entwicklungsstufen von Produkten. Und beim Klopapier, wir machen das jetzt nicht so in der Frage-Feedback-Runde, wie ich das sonst in Workshops mache, aber es fing an, als ein Stück Papier entwickelt wurde, um sich ein Bobbes sauber zu machen. Dann hat das jemand auf eine Rolle gedreht. Dann hat jemand gesagt, ah, wir brauchen noch ein paar mehr Lagen. Ja, Mehrlagigkeit. Dann hat jemand gesagt, wir brauchen eine Perforation, dass wir besser abzupfen können. Dann hat jemand gesagt, wir machen lustige Bildchen drauf für einen Winter, andere als wie einen Sommer. Dann gab Pflegemittel kam rein, Kamille. Dann Geruchsarten im Sommer Mango, im Winter Zimt, Mandel und so weiter. Der neue Trend ist weg von der Rolle. Wegen Schmutz, nicht Schmutz, Umweltverschmutzung, Pappmüll. Also 7 Entwicklungsstufen. Wisst ihr, was sich beim Kunden nie geändert hat, außer natürlich irgendwann die Suche dreilagig, vierlagig, zehnlagig? Wie nennt man das Produkt und wofür benutzt man es, Christoph? Hat sich da irgendwas geändert? Sehr wahrscheinlich nicht, nein. Es ist halt scheiß Klopapier, ja? Und das verstehen die Leute nicht. Wenn sich die Suchintention in einem Bereich nicht ändert, dann mach nichts. Wenn du ein Backofenhandschuh bist, dann sei das im Winter, sei im Sommer ein Grillhandschuh und ändere dann die Kategorie auch im Garten Grillhandschuh und im Winter in Küche Backofenhandschuh. Da musst du aber auch nur den Content einmal hinlegen und nur noch wechseln, Bilder auch. Aber es ist einmal vorbereitet und du profitierst so lange davon. Natürlich weiß ich, dass viele da draußen sagen, ja, ich brauche doch aber ein Cashflow-Produkt. Das stoße ich doch dann eh ab. Ich glaube, ihr habt heute an den Zahlen und Daten mal erlebt, dass man
gerade mit Nachbestellen, mit den Auffüllbeschränkungen nach Lagertyp, so ein Cashflow-Produkt ist gar nicht mehr so einfach, meiner Meinung nach. Man kommt mit PPC nicht mehr das Organische hoch. Das heißt, das ist keine wirksame Spirale, keine Aufwärtsspirale, sondern sind zwei parallel laufende Themen. Das ist nicht mehr ganz einfach, aber mit ein bisschen Mühe, get your basics done, ist das super. Und wir haben mittlerweile halt diesen One-Click-Content bei uns in Shield, wo wir darüber gesprochen haben, mit den Entitäten zum Beispiel, wichtige Begriffe, wo wir euch das Denken abnehmen. Unser Lieblingsbeispiel ist ja, das habe ich ja durch dich dann am Ende gelernt, mit dem Zeranfeldschaber, weil ich dann so gesagt habe, sag mal, ist das dein Ernst? Und dann mache ich so Analyze auf und sehe, dass es 30 Synonyme dafür gibt. 30 Synonyme mit halt einem Klick, ohne großen Aufwand. Und das sind halt Möglichkeiten, die lassen viel zu viele liegen und die lassen ihr Produkt viel zu früh fallen. Und die anderen, die hängen an ihrem Produkt einfach viel zu lange dran. Ja, und da muss man genau die Abwägung finden. Dann lass uns mal hier noch in die Fragen reingehen. Christoph, das sieht aus wie Frage für dich. Ah ja, na, das ist klar. Eine Balls Frage brennst du noch in den Fingern. Balls to the Walls, wer es nicht kennt, das ist so ein uralter 2017er Ansatz. Du gehst mit maximalem Preistiefe rein und damals ging das noch, hast dich komplett hochgepusht in den Rankings, in den organischen Rankings, nicht BSR, nicht verwechseln. Und konntest dadurch Absatz steigern, der Stefan schreibt, und Rezensionen erzeugen. Da muss man aufpassen, Rezensionsquote ist immer durchschnittlich marginal. Oder war das kein Thema? Ich kann es beantworten, du auch. Leg mal los. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich war von diesem ganzen Thema Balls to the Walls auch 2017 nicht so ganz bereit. Ich finde einfach, ich plane mein Produkt und dann irgendwie großartig Coupons oder auch den Preis an sich deutlich unter dem eigentlichen Zielverkaufspreis zu setzen, das ist ja überhaupt nicht nachhaltig. Und gerade bei uns ja auch das Thema Branding, Marke von vornherein, also das kann in 5 Monaten jemand kommen und auch ein pinkes Küppett machen. Deswegen war uns von vornherein klar, wir müssen Marke sein. Und als Marke kann ich ja nicht anfangen, das Produkt 50% zu rabattieren, um die Sales zu steigern. Also es ist halt auch einfach gar nicht mehr so Thema bei Produkteinführung, wie es damals war. Wie gesagt, es war damals anders. Amazon lernt auch dazu. Ja. Und Amazon Ziel ist es, relevante Produkte anzuzeigen. Und die schnallen natürlich auch, was da Phase ist. Also insofern würde ich habe ich damals nie zugeraten und würde ich heute auch nicht sagen, lasst das sein mit Coupons. Erstens veräppelt ihr euch selber und zweitens zerschießt ihr euch damit von Anfang an eure Marke. Ja, von mir nur die wichtigen Hinweise, als Balls to the Walls aufkam. Ihr müsst eins immer verstehen. Wenn Berater über irgendwas in der Öffentlichkeit sprechen, ist der Drops eigentlich immer schon gelutscht. Wenn ihr nicht in diesen heftigen Masterminds seid und so und die Sachen vor 2 Jahren, vor 3 Jahren schon gewusst habt, ist das die super URL, ist mein Lieblingsbeispiel, Merchant Day, die Johannes Brenner haut dieses Ding raus, mitten auf dem Merchant Day vor allen und alle etwas erfahreneren Menschen saßen nur da. Hat er jetzt nicht hier überall erzählt. Mist, wir brauchen wieder eine neue Lösung. Und Words to the Walls war relativ schnell weg. Warum? Es hat sich nämlich folgendes Szenario dargestellt. Ich wusste das zum Glück schon, das andere wusste ich nicht. Was ich wusste ist, gehst du mit einem falschen Preisgefüge in ein Keyword rein, drückst dich hoch, künstlich, fällst du danach weg, weil du pusht dich zu einem billigen Keyword-Wahrnehmung. Wenn du dann den Preis erhöhst, bist du in der falschen Keyword-Wahrnehmung mit dem falschen Preis und der Kunde lässt dich fallen wie einen nassen Sack und der Algorithmus auch. Das heißt, das Klickverhalten und Interaktionsverhalten straft dich sofort ab. Zudem haben die Amis, ich gucke da immer ein paar Nerd-Themen gerne mal, man muss da halt aufpassen und genau zuhören, die haben relativ zügig rausgefunden, dass sich das sogar gegenteilig auswirkt. Statt Balls to the Walls hat man dann gesagt, immer erst mit dem hohen Preis rein, richtige Keyword-Sets finden und dann stark rabattieren, aber nicht wegen Amazon, sondern weil off-Amazon Preisangebots-Matching-Plattformen reagieren. Sie messen den Preis und messen die Veränderung. Und wenn der hochtroppt, nehmen die dich mit auf in ihre Seiten. Da euer Preis aber von niedrig nach hochtroppt, ignorieren die euch. Das nur mal zu dem Thema Balls to the Walls. Das ist halt wirklich kein Thema, was gut ist.
Der Chef fragt gerade, warum ich sitze ich im Dunkeln. Tatsächlich, weil ich vergessen habe, das Licht anzumachen und wir um 8 noch hell waren. Aber ich habe Tageslicht hier, Tageslicht dort. Outlet schieben. Ich wollte gerade sagen, der Herr Langner, Outlet funktioniert nur, wenn du berechtigt bist. Und das ist ja eher der Rampenbereich, wobei das Outlet einen Vorteil hat, du kriegst diesen Banner befristetes Angebot. Also das Outlet, der Outlet-Preis hat ja einen anderen Banner. Hochinteressant. So, Christoph, erzähl ruhig mal, also wie wir das Produkt gefunden haben im Rahmen der Fahrt nach Magdeburg und dann der Beratungszusammenarbeit, das hatten wir ja schon dargestellt. Der Zerranfeldschaber, du warst damals 17 und an der Uni. In 16, ich habe 16, ich habe mein Abi gemacht gerade. Abi war es noch, genau. Und ja. Dann hast du, also wer war der Guru, dem du gefolgt bist, der Coach, oder wie bist du zu Amazon gekommen und wie bist du dann bei dem Produkt gelandet? Also relativ zügig hatte ich dich dann ja auch mit auf dem Schirm. Da kam dann ja auch gleich am Anfang das Praktikum, wo ich mich bei dir mit ja, zwei Wochen lang... Ja, das war ja 3 Jahre. Das war ja, aber deine Sache ist ja nochmal 4 Jahre vorher. Also ja, okay, also ich bin damals auf die Schiene raufgekommen, als halt dieses ganze Thema FBA, Get Rich Quick, dieses ganze Thema, da bin ich tatsächlich damals auch abgeholt worden über Amazon, als das so in Amerika das erste Mal losging. Hat es ja ein bisschen gedauert, bis es nach Deutschland rüber geschwappt ist, aber so in den Zügen in Amerika, als so dieses F-Konzept gefruchtet hat, da bin ich drauf aufmerksam geworden. Und auch da, um deine Frage zu beantworten, Gerhard, um die Frage ja, nee, die mache ich gleich auf. Ich hatte gemerkt, dass ich die falsche Frage gezeigt habe. Wir bleiben jetzt bei Klarnia. Also du bist quasi ohne Coach und ohne Kurs mit Selbstlernen groß geworden. Ja, genau. Doch, kann man so sagen. Aber wie kam es dann zu dem Produkt? Zu Keinhorn jetzt. Nee, ja, zum ersten Produkt, zum Schaber. Das war tatsächlich Zufall. Also wir hatten damals auch Recherchen gemacht. Damals gab es ja noch Tools, die es jetzt gar nicht in dem Ausmaß mehr gibt, wo man dann halt auch so geschaut hat über BSR-Berechnung oder was sie da damals, oder die 999-Methode hatten jetzt einige Tools. Und ja, da hatten wir verschiedene Produkte, Dentalbälle und. Und irgendwie so aus Spaß habe ich da mal den Zerranfeldschaber reingetan und habe dann am nächsten Tag, als ich mit Chrissy da wieder rübergeguckt habe, konnten wir gar nicht glauben, dass dann da plötzlich stand, dass der wohl angeblich 60 Einheiten verkauft haben soll. Und da war tatsächlich nur der am Markt und wir waren dann der zweite Zerranfeldschaber am Markt. Und so kam das dann halt. Also nicht, weil ich jetzt gerne putze und einen Zerranfeld gerne super sauber habe, sondern das war tatsächlich dann auch da in Anführungszeichen mehr oder weniger datengetrieben. Ja. Und wer jetzt denkt, das ist schlicht ein Lucky Shot, der muss sich einfach mal damit auseinandersetzen, wie die Eigenheimentwicklung in Deutschland war in den letzten 10 Jahren und ja, wie die Tiefe der Verteilung von Induktionsfeldern, die ja auch Ceranfelder sind, wegen selben Glasaspekt, wie diese Wachstumsraten waren. Und das erklärt halt, wie diese Produktbereiche so erfolgreich geworden sind. Mein Beispiel dafür ist immer Jill Lang, der damals ja mit Springseilen als erster in Pakistan gesourced, als erster in die Crossfit-Szene, die er selber als Hobby hatte, groß eingestiegen ist. Crossfit ist steil gegangen. Alle brauchten Speedropes. Und damit hat das funktioniert. Es ist halt immer ein Wechselbad von Entscheidungen treffen und den Trend mitzunehmen. Das finde ich ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Auch Datenanalysen können ja immer nur eine Entscheidungshilfe sein. Die Eier oder Eierstöcke müsst ihr immer selber haben. Und dann geht da einiges. Ja. So, Christoph ist kurz weg. Ist aber nicht schlimm. Das klappt bestimmt gleich wieder. Gerhard, einmal zu deiner Frage. Weil das tatsächlich auch im Beratungskonzept einmal mit vorgekommen ist. Ah, da ist er wieder jetzt, aber sieht er ganz jetzt nah dran, andere Kamera. Hast du nicht Angst, dass das Einhorn aktuell trendy ist? Einhorn ist ja, Christoph, wie lange schon Trend? 4, 5 Jahre. Irgendwann gab es die Einhornwurst im Supermarktregal. Ja. Meiner Meinung nach komplett abgelöst vom Trauma, Lama, von irgendwelchen Sachen. Aber das Einhorn ist eigentlich in Evergreen, oder? Oder gab es da Sorgen damit?
Ja, also im Grunde genommen ist das natürlich immer, sagst du ja auch, und das haben wir halt auch bei unserem Zeranfischhaber gemerkt, ein Produkt hat einfach, und jeder, der sagt, das stimmt nicht, das ist gelogen, hat einen Produktlebenszyklus. Und irgendwann wird auch garantiert, und da gebe ich dir komplett recht, Gerhard, auch sicherlich das pinke Keinohrenpad nicht mehr das Produkt sein, was es jetzt gerade ist. Dessen sind wir uns aber auch bewusst. Aber deswegen gehen wir jetzt gerade eben mit Vollgas rein, um diesen Trend komplett mitzunehmen, da auf der Welle mitzusurfen. Und das Schöne ist ja auch dieses, die ganze Idee dahinter ist ja auch datengetrieben mehr oder weniger entstanden, ne? Und auch dann bin ich mir sicher, dass wenn wir vernünftig unsere Arbeit machen, die Daten, die wir zum Beispiel auch aus MLIs bekommen, zum Beispiel bei Muttertag oder so, entwickeln wir tatsächlich über die Tools und die einzelnen Wortbestandteile, richten wir unser Produkt, unsere Motive aus. Das sind Daten, die liegen vor und die muss ich mir einfach nur nehmen, kurz verstehen, was mir das zu sagen hat und entwickle dann das Produkt danach. Und deswegen mache ich mir da keine Sorgen, dass das irgendwann nicht mehr trendy ist, weil ich mir dann ziemlich sicher bin, dass wir dann irgendwie auch schon wieder ein anderes Produkt gefunden haben, so wie beim Zaranfisch aber auch, wo wir die Welle mitnehmen und dann irgendwann hoffentlich wieder auf die nächste Welle raufspringen. Ja. Nur mal von Uni-Dozent zu euch gesprochen. Eine meiner Studentinnen hat ihre Abschlussarbeit über Produktentwicklung mit Marktplatzdaten geschrieben, um halt genau solche Punkte, wie der Christoph gerade angesprochen hat, halt greifbar zu machen mit Entitäten, Content-Relevanz-Analysen, also was wird im Content dargestellt, aber auch, was stellen die Kunden für Fragen, Q&A-Analysen, Review-Analysen. Die meisten sind in der Datenanalyse zu sales-lastig und vergessen dann, dass es Tools gibt, die dir zeigen können, wo der organische Umsatz entsteht, wie die Zielgruppe denkt und spricht. Wir haben das ja mal gemacht mit Gummispannern so und da kam dann halt raus, da gibt es 3 große Wettbewerber, aber der eine verkauft im Camping-Outdoor-Bereich, der andere ist im Gartenbereich angesetzt, der andere ist eher so ein Fahrradzubehör, also komplett getrennte Zielgruppen. Und wenn man das nicht richtig rausarbeitet, dann ist egal, ob die alle 6.000 Sales machen. Du wirst halt keinen Sale machen, weil du nicht verstanden hast, dass die Zielgruppe sehr spezifisch ist und auch angesprochen werden muss mit richtigem Bildmaterial und allem. Zum Trend. Ich sag ruhig. Ich wollte noch eine kurze Anekdote sagen, weil du das gerade auch sagtest. Das war eigentlich, also war ziemlich witzig, als wir uns auch mit den Wettbewerbern auseinandergesetzt haben. Da geht es ja so, dass so ganz viele dann halt immer auf das höchste Suchvolumen stürzen. Und wir haben natürlich auch so die Begriffe eingegeben, die wir auf dem Schirm hatten. Und dann saßen wir auch in einer Beratungssitzung, saßen wir da zusammen und haben uns dann einen angeguckt, haben geguckt, wo der seinen Umsatz macht. Und dann gucken Christian und ich uns beide plötzlich so völlig verblüfft an, weil der hat halt irgendwie über 6% seines Umsatzes bei einem Keyword, jetzt nagel mich nicht fest, Christian, aber sinngemäß gegen Muskelkater. Also wer mit Muskelkater? Google-Keyword. Ein typisches Google-Wort. Und das wäre uns im Leben nicht aufgefallen. Nee, und sowas, das meine ich halt dann mit Daten getrieben, das sind halt einfach Sachen, da kommst du so nicht drauf, weil es vielleicht auch im ersten Moment nicht ganz greifbar ist, aber die Daten sind halt da und dann musst du sie dir nehmen. Ich habe heute Hefeteigschüsseln analysiert und habe dann das Wort Peng gefunden. Und ich dachte so, was ist Peng? Jetzt ist Peng eine Marke. Gerade bei der Entitätenzuweisung muss man immer mit diesen KIs da ein bisschen arbeiten. Ne? KI in dem Sinne, KEMS, Intelligenz. Und ich habe gedacht, was ist denn eine Peng-Schüssel? Und in dem Zusammenhang mit Hefeteigschüssel. Und ich habe dann nachgeguckt, bei Amazon, die Ergebnisse waren, typische Schüssel, was soll der Quatsch? Und erst auf Google habe ich es verstanden. Peng-Schüsseln sind so, hat Tupper sozusagen entwickelt. Das sind die Plop-Boxen. Und die werden irgendwie für Hefeteig vorrangig benutzt. Und die machen halt Peng beim Aufmachen und so. Das glaubst du manchmal nicht, aber da musst du da halt ein bisschen Zeit mit Daten verbringen. Wie halt mit Gegenmuskelkater. Weil die Suchergebnisseite war ja spannend, halt nicht nur Kühlpads, Nahrungsergänzungsmittel, ich glaube irgendwelche, diese kinesiologischen, also alles Mögliche ist da dabei. Und halt ein Kühlpad. Genau eins, ja, muss man überlegen. Zum Thema Trend. Da zitiere ich mittlerweile nur noch den Herrn Dümmel. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, bei Höhle der Löwen gab es das Projekt Schreibpilot. Vorgeprägte Seiten mit Riefen drinne, tiefe Riefen für eine gute Schreibführung. Die Riefen wurden mit Seite zu Seite flacher, bis keine Riefe mehr da ist. Das heißt, du trainierst das Kind, eine Konditionierung auf immer dieselbe Bewegung. Erst wird sie geführt durch die Riefe, die Führung wird weniger und ist dann weg. Und alle 4 Löwen sagten, wir sind in digitalem Deutschland. Ich glaube, war da Thelen noch dabei, der Mr. Digital, ja.
Ah, die Schulen, die werden Tablets haben und was weiß ich nicht alles. Natürlich werden die Schulen in Deutschland Tablets haben. Und der Ralf Dümmel macht den Deal und alle so: Ralf, wie kannst du nur? Und Ralf eiskalt: Ganz ehrlich, davon verkaufe ich Millionen in 2 Jahren, davon verkaufe ich noch Millionen in 5 Jahren. Wenn eure Tablets da sind und die Schulen digitalisiert sind in 10 Jahren, dann haben wir ein neues Produkt entwickelt, dann haben wir den Schreibpilot umgebaut, dann haben wir was neues Konzept gebaut. Aber mittelfristig ist eins klar: Die Marke steht bei einem Produkt und das Ping kann jemand nachmachen. Aber ein Kühlpad gibt es doch jetzt schon seit Jahren. Die Funktion wird sich nicht revolutionieren. Die Anwendungsszenarien, Wellness, die werden sich nicht ändern. Also ist man da auch auf einem gewissen Level in einem sicheren Fahrwasser. Und das muss man einfach im Konzept verstehen, warum man halt nicht Fidget Spinner machen sollte. Salatschneider gehen bis heute noch auf Amazon. Ja? Ceranfeldschaber gehen bis heute noch auf Amazon. Je niedriger der Innovations- und Entwicklungsgrad in einem Produktsegment ist, eigentlich desto besser. Wer es nicht weiß, wir haben ja in unseren Kursvideos die Thema Nischen. Was sind Nischen? Technologische Nischen, Anwendungsnischen, zeitliche Nischen. Und da gehen viele Leute zu kurzfristig rein und können mittelfristig aufgrund der hohen Werbeinvests oftmals keinen Deckungsbeitrag am Ende mit dem Produkt erwirtschaften und kommen dann auch nie in die Situation mit Cashflow etc. Viele haben Lucky Shots, super. Viele haben geniale Produktideen. Da könnte ich euch Dinge erzählen, das glaubt ihr nicht. Und heute haben wir euch mal diesen Ansatz aufgezeigt, der natürlich ohne Probleme nachahmbar ist, aber mit vielen Facetten halt dadurch so geplant wurde, dass er schwer nachahmbar ist oder eine Zielgruppe sehr spezifisch anpackt. Wir konnten euch viele, viele Themen aufzeigen mit linken, rechten Grenzen, mit Ideen, mit Konzepten, wie aus einer Beratungssituation zum Beispiel, wie mit den Werbeplänen, einfach mal wirklich alle Kategorien analysiert wurden, was ich ja zwischenzeitlich sagte. Wer ist die Zielgruppe? Was sind die Vergleichsprodukte? Kommt man in das Matching rein? Christoph hat euch sehr schön aufgezeigt, wie die Entwicklung so war, ja, mit dem Agent, mit dem Sourcing, Preisverhandlungen, Nachbestellungen, die weiterführenden Thematiken und dass halt nicht Schluss ist, nur weil das Produkt erfolgreich ist, sondern dass man jetzt sogar eigentlich weiterarbeiten muss und halt nicht so die "Ich lehne mich an" Phase haben kann. Und das wollten wir euch mal mitgeben. Wir sind jetzt auf jeden Fall noch ein paar Minuten da für offene Fragen. Christoph, was sagst du? Gut, Auffüllbeschränkung nach Lagertyp haben wir auch schon abgebildet. Was wären so deine 3, vielleicht 5 wichtigsten Dinge, wenn es wirklich darum geht, ein neues Produkt zu erschaffen? Ist ja kein neues Produkt, es ist eine Adaption von einem Produkt, aber du weißt, was ich meine. Also also ich muss mich jetzt konzentrieren, aber ich würde sagen, auf jeden Fall so aus der Schnelle, so der erste Punkt ist, dass ich weniger auf mein Bauchgefühl höre und mehr wirklich rational das Ganze wirklich kritisch hinterfrage, also vielmehr mich mit Daten und auch wirklich mit mir Sachen nicht schönrechnen. Das habe ich halt leider auch schon öfter selber den Fehler gemacht, dass ich da mit zu viel Euphorie reingegangen bin und eigentlich schon von vornherein klar war, dass das kann nichts werden. Also da auf jeden Fall ehrlich zu sich selber sein. Dann bei der zweiten Sache sich eingestehen, dass man in viele Sachen kann, aber garantiert, und das merke ich jeden Tag, noch viel mehr Dinge es gibt, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Und das ist völlig in Ordnung, dass man das nicht hat. Also gerade bei Sachen Produkthaftung, Sicherheitshinweise und dergleichen, lasst euch da vernünftig beraten. Das wird sonst wirklich teuer, weil sonst habt ihr nicht nur ein Produkt, was ihr nicht verkaufen könnt, sondern wo ihr dann noch die Entsorgung bezahlen dürft. Dann auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass man ja direkt das Ende sieht, also dass ihr euch jetzt nicht auf Amazon alleine beschränkt, sondern wirklich auch Gedanken oder damit auseinandersetzt, wie könnt ihr das Produkt vielleicht auch in den stationären Einzelhandel bekommen, in die Drogeriemärkte und dergleichen, weil das sind vielleicht folgeschwere Entscheidungen, die ihr da treffen müsst, damit das überhaupt später möglich ist, also das nicht vernachlässigen. Und ansonsten, ich würde sagen, eigentlich sagen, das sind so die 3 wichtigsten Sachen, also. Und halt, wie gesagt, das mit der Versandkartonage, also das wirklich setzt da drauf, das ist bares Geld, was ihr rausschmeißt, wenn ihr irgendwie wegen irgendeinem kleinen Fehler 30 Cent im Versand mehr bezahlt, das kostet gleich unnötig viel Geld. Ja, vielen Dank. Mein persönliches Highlight im Rahmen der Zusammenarbeit war tatsächlich die Situation. Ich bin ja wirklich kein Fan von Fiverr und 99designs. Ich bin dann eher so:
ne, so ein Stefan Kubernat oder so, die so High-End-Design, die sowas ja auch alles können und super, wo ich immer, ich würde immer denken, ich muss doch zu einem Profi, ich muss das doch einen Produktfotografen machen lassen, ja, sage ich ja auch selber immer. Aber ich muss sagen, nach euren Erfahrungen da, was ich da dann bei begleitend sehen durfte, war ich schockiert über Preis und Qualität. Da muss ich mal ganz ehrlich sein, ihr habt's ja live gesehen, sorry, aber ich persönlich, und deswegen bin ich auch kein Unternehmer, ich hätte mir nicht getraut, Fiverr oder 99 Designs zu nehmen, weil ich schon keinen Bock auf diese ganzen Kommunikationsabläufe gehabt hätte. Ich hätte das mit dem Sourcing niemals weggegeben, weil ich immer denke, kann ich besser. Ja, deswegen habe ich auch die Steuer selber so lange gemacht. Deswegen habe ich auch so viele Probleme mit dem Finanzamt. Am Ende habe ich recht bekommen, ne? Nur fürs Protokoll. Man muss bereit sein, auf andere zu hören, sich Feedback zu holen, damit man nicht selber in seiner Schleife ist. Und ich glaube, man darf auch, das ist eine der Sachen, die ich über Jahre gelernt habe, immer wenn ich mit Leuten, mit erfolgreichen Leuten geredet habe, die immer eigentlich, nee, ich sag das nicht. Ich glaube, so wie heute, wir brauchen wieder diesen Schulterschluss miteinander als Händler, um zusammen Probleme lösen zu können und um uns auszutauschen, wie wir auf Ideen kommen, wie wir das Ganze denken und machen und dass man diese Get Your Basics dann, Content-Builder, etc., dass man das zum Laufen bekommt und da nicht zurückhält, so, nein, ich sag das nicht. Ja, es gibt rosa Kühlpads mit Glitzer. Versucht's doch nachzumachen. Ne, das ist jetzt hier keine Challenge, so wie bei Lars Müller damals, sondern man muss dafür einstehen und sauber sagen können, ja, wir machen das so. Und ganz ehrlich, jeder im BSR, jeder auf den Keyword-Rankings sieht ja, dass da plötzlich jemand anders ist. Was soll man da jetzt hier groß hinter verschlossenen Türen so tun, als es würde es nicht geben. Wir haben da unseren Beitrag geleistet. Das Tool hat in der Anwendung bei euch sehr viel Möglichkeiten aufgezeigt. Fand ich auch sehr spannend, die Learnings, die ich da gelernt habe. Zum Thema, hier kam noch mal die Frage rein, wegen der Sourcing-Agentur hast du aber auch schon gesagt, kontaktiert bitte einfach den Christoph direkt. Er hat schon gesagt, also das ist A, ne, wirklich, die hat Reputation und B, sowas sagt man nicht einfach, weil er hat es auch ganz klar gesagt. Wenn Christoph jetzt sagt, Person XY, dann fragen ja X viele Leute ihn an, ihn direkt und dann hat man immer ohne diese Zwischending und dann muss man auch, dann kann man vielleicht auch direkt nochmal so fragen, ey, sag mal, was hat es denn ungefähr gekostet? Oftmals ist der Preis ja auch immer eine Hemmschwelle, muss man alle ganz ehrlich sein. Dann geht schon einiges ab. Ja, ich würde sagen, wir entspannen uns jetzt einfach noch ein paar Minuten. Der Chef hat es nicht geschafft, aber er hat ja auch kurz reingeschrieben, also der war da. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr alle so zahlreich dabei wart. Eine echt coole Runde, muss ich sagen. Ich kann euch schon spoilern. Sowohl mit dem Christoph werden wir noch ein paar Sachen machen, weil, wie ihr gehört habt, macht er halt wirklich personalisierte Dinge und am Ende hat er so viele geniale Konzepte mittlerweile schon entwickelt, wo ich mir einfach nur denke, da kam halt jemand, der nicht wusste, dass das nicht geht und hat das einfach gemacht und hat gemerkt, dass es doch geht. Da gibt es ganz viele coole Use Cases. Danke für eure ganzen Danksagungen hier. Ich kann ja mal hier, man macht so ein bisschen Eigenlob, muss immer sein. Christoph sowieso, danke. Bei uns ist ja Perfect Match, das haben wir, glaube ich, komplett vergessen. Also den Nils Seebach habe ich ja kennengelernt, Factor AE Tribes im Büro, bis wir gemerkt haben, wir wohnen quasi nebeneinander, weil wir uns dann immer beim Osterfeuer und im Sittensinn im Edeka getroffen haben. Und den Christoph, wie gesagt, er hat sich als Praktikant beworben, wo ich halt damals dachte, sag mal, willst du mich verarschen? Ich weiß nicht, ich kann mich das als Telefonat noch erinnern. Ja, ich will 2-3 Tage mitmachen, wenn du arbeiten bist, wo ich so gesagt habe, ich arbeite ja gar nicht, ich sitze immer am PC. Und wir wohnen halt wirklich nebeneinander, also er wohnt im Buchholz und Sittensinn sind wir halt nah beieinander. Deswegen ganz lustige Szenarien. Berührungsängste sind halt was du im E-Commerce nicht leisten kannst, sonst wirst du aufgefressen durch mangelnde Weiterbildungsmaßnahmen, durch die mangelnde Wahrnehmung all dieser Dinge, die da draußen passieren. Und auf Amazon passiert viel zu viel. Advertising hat sich viel zu schnell entwickelt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wenn ich dich jetzt frage, habt ihr schon Zielgruppen-Ads geschaltet, die ganz neuen, so richtig, übers gesamte Portfolio? Ich glaube, ihr habt nicht mal die Zeit dazu und ihr seid schon personal gut aufgestellt. Ja.
das überrollt einen. Die logistischen Themen, die überrollen einen. Die Markterweiterungen überrollen einen, weil da sind einfach mal 45 Millionen neue Kunden in Polen gekommen, 10 Millionen neue Kunden in Schweden. Holland, sind das 17 Millionen Holländer? Ich weiß nicht ganz genau. Oder sind es nur 7? Aber es sind auch Millionen. Aber ihr müsst es schaffen, in eure Denkstrukturen Daten reinzunehmen und Ziele. Das hat Christoph schön gesagt, glaube ich. Es kommen keine Fragen mehr rein, Christoph. Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Schlusswort gehört dem Gast. Wir vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht, auch die Fragen, war eine coole Runde, hat länger gedauert als geplant, aber ich habe irgendwie, möchte keine Minute missen, war super cool und war cool, hat Spaß gemacht, ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Jawohl, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend und wer auf YouTube ist, einen Kanal abonnieren, eine Glocke klicken, andere Seite, ich glaube, die ist da, ihr wisst Bescheid. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es weitergeht mit Live-Sessions und in der nächsten Runde sehr wahrscheinlich mit Jan Heidemann. Spoiler, 40.000 Asins, Content komplett gelöscht, alles war weg, Account war tot. Was macht man, wenn man bei Null ist und wieder neu anfangen muss? Dann, ich wünsche euch was und tschüss!